Wir bauen ein echtes Wohnmobil für 600 Euro. Ja, es gibt einen Erfinder aus Nordrhein-Westfalen, der hat eine Art Zutat erfunden, mit dem man mit haushaltsüblichen Dingen, die man sowieso das ganze Jahr über hat, nämlich ein Wohnmobil bauen kann. Das Ganze kann man noch erweitern. Du bist Handwerksmeister, stell dich mal kurz vor. Mein Name ist Olaf, ich komme aus Sellenborg und bin Maurer und Betonbaumeister. Maurer und Betonbaumeister, ja. Da haben wir noch so einen. Du bist Fahrzeugbauer, das heißt, du bist so ein Multifunktionstalent. Erste Generation? Nee, tatsächlich Betrieb in der fünften Generation. Wir haben dieses Jahr 160 Jahre Firmenjubiläum. Und ich bin Günter Hartmann, komme aus Lünen und wir haben zwei, drei verschiedene Geschäftsbereiche. Einmal den Handel mit Reisemobilen, dann Transportunternehmen und bauen quasi unsere Fahrzeuge, die Koffer selber. Ja, du bist auch Handwerker, du hast viele Dinge selbst gebaut in deinem Leben. Das hier ist so, die beiden haben sich kennengelernt schon vor einigen Jahren über einen Freund. Wir drehen jetzt genau wo? In der Nähe von Sellenborg, das weiß Sellenborg, ich schon. Zwischen Sellenborg und Lünen sind wir jetzt hier gerade. Also der Ort heißt wie hier? Das ist noch Lünen, ne? Genau, wir sind in das Lünen, ist ja. Noch Lünen, ja. Lünen, wo liegt denn Lünen? Lünen, das ist zwischen Münster und Dortmund liegt das. Wo auch immer. Also das ist auf jeden Fall tiefstes Nordrhein-Westfalen. Ja. Die Nordrhein-Westfalener werden sich jetzt totlachen. Bleib mal da stehen. Ich beschreibe mal kurz, was wir alles haben. Also wir haben einen Crafter. Das kann aber egal was sein. Das kann ein Kastenwagen sein. Das kann ein Kombi sein. Das kann egal, wie gesagt, was sein. Das ist der Crafter, mit dem der Olaf normalerweise damit zur Baustelle fährt. Du bist ja auch Betonbauer. Du hast ein eigenes Team mit allen drum und dran. Olaf. Danke. Genau, ich habe doch gesagt, bleib da stehen, Olaf. Jetzt bist du schon wieder, wolltest mir helfen, ja. Der ist so aufgeregt, der Olaf. Olaf Bader. Dann, wenn du ihn gerade nochmal aufmachst, wenn du dabei bist. Und der Crafter ist ein handelsüblicher Crafter. Wir haben bis auf den Teppich, den wir reingemacht haben und ein paar Airline-Schienen und die Lampe, die wir aufgehangen haben, ist die Kiste vollkommen leer. Sowas findet man des Öfteren. Sowas kann man leihen und mieten bei Europcar. Und dann gibt es des Weiteren eine Toilette. Da kann man sich überlegen, will ich nicht. Wenn ihr kleine Kinder habt, ist sowas sehr, sehr nützlich. Das kann ich euch sagen. Das ist die geheime Zutat. Darauf hat der Olaf mittlerweile ein Patent. Das sind angemeldet. Also Da müssen wir vorsichtig sein. Es wird durchgehen. Es ist angemeldet. Sogar das weltweite Patent ist angemeldet. Aber es ist noch nicht verbrieft. So, ist noch nicht verbrieft. Aber wer in Gottes Namen soll sowas nachbauen? Denn es ist gar nicht so einfach zu dem Preis. Denn 10 Stück kosten 600 Euro, also 599 Euro. Und da oben drauf ist noch eine Neuheit. Da werden wir aber gleich mal drüber berichten. Das Ganze ist die Zutat Nummer 1. Dann haben wir Zutat Nummer 2. Das sind handelsübliche Euro-Boxen. Das kann egal welche Box sein. Das kann eine solche sein, das kann eine Fleischerkiste sein. Das spielt keine Rolle. Wir haben hier so ein paar Stück mal hier stehen. Wichtig ist, dass die Höhe stimmt. Also das ist mittlerweile sogar fast genormt. Und diese Klappboxen haben natürlich einen riesen Vorteil. Sie brauchen wenig Platz. Und das Besondere ist, man kann sie im Alltag wunderbar benutzen. Das heißt, wenn man nicht gerade in Urlaub fährt, kann ich die Klappboxen für alles benutzen. Genau. Dann haben wir optional, das ist das Bett. Das hast du neu kreieren lassen von einem Bauer für Schaumstoffmatratzen. Der hat das für dich gemacht. Und wir haben, damit das Ganze komplett ist, eine Batterie. Da könnte man jetzt noch Solar dran anschließen. Lithium-Ionen-Batterie von Wattstunde mit einem Wechselrichter, der aus diesen 12 Volt 230 Volt hat. Zeigen wollen wir hier, dass man auch was kochen kann. Zum Beispiel hier kann ich die Haare föhnen, man braucht Strom, man kann Handy aufladen, man kann alles damit machen. Ja, und dann haben wir noch Utensilien. Das ist einmal hier ein Gaskocher mit drin, damit ich nicht immer über Strom kochen muss. Ich habe zwei Kaffeetassen, ganz wichtig. Und Spülzeug und Pfannenwender und hast du nicht gesehen. Genau, richtig? Mein typischer Campingkram, den ich sowieso immer dabei habe. Ne? Messer, Gabel, alles, was man so im Auto beim Campen braucht. Also es wird zusammengeschustert. Das ist halt kein Fake, das ist alles Einsatz. Nein, das sind alles meine Campingbrocken hier. Hat sich im Übrigen, ne, man kann das sehen, das sind schon alles alte Sets, die man Ewigkeiten im Gebrauch hat. So, die Magnesium-Tabletten, ganz wichtig. Das ist Zucker, die sind ideal. Zucker und Salz. Echt? Wird nicht, ja, ist viel besser als diese ganzen anderen Sachen. Kostet nichts da. Fischgewürz, alles dabei. Ja. Nochmal, du hast alte, egal, Brausetabletten. Das sind alte Brausetablettendinger, da sind sogar die Trockenkapseln drin, noch von dem Deckel. Weißt du, dadurch wird das Salz, es bleibt rieselfähig. Das ist aber eine Frage, wenn du mal stirbst, du wirst wahrscheinlich einen neuen Sarg erfinden, der. Ja, einer, der fliegen kann, das wäre doch mal lustig.
Sag mal, Olaf, du bist Erfinder durch und durch. Ja. Du kannst überhaupt nicht schlafen nachts. Manchmal wachst du auf und dann hast du eine neue Idee. Und Ovomo, das geisterte dir schon ein bisschen in den Kopf. Sollen wir mal zeigen, wie es funktioniert? Dann wird es ein bisschen einfacher. Hier ist übrigens noch was ganz Besonderes. Das ist, glaube ich, die 99 Cent Ikea-Tüte. Ja, richtig, genau. Da haben wir auch was Neues festgestellt. Ich zumindest festgestellt. Das ist ja, wenn man mit rumspielt. Das zeigen wir bestimmt auch noch. Ne? Oh, zeigen wir. So, und die Aufgabe ist es jetzt, wir haben jetzt hier einen ganz normalen handelsüblichen weißen Wagen. Das Geile dabei ist, Günther, damit würdest du in Paris noch nicht mal auffallen, wenn du am Straßenrand stehst. Das heißt, du musst nur die Fenster ein bisschen verdunkeln, dann könntest du campen, oder? Genau, das ist ja auch die Idee dahinter, ne? Dass man es einfach wunderbar nutzen kann. Du kannst dich überall hinstellen, bist nicht präsent auf dem Teller und das ist eigentlich das Schöne dabei. Habe ich in Frankreich, ich wohne ja in Frankreich, bin ich oft unten am Strand und die Franzosen, die kennen da gar nichts. Die holen sich egal was, zimmern da ein Bett rein und dieses Bett reinzimmern, was du ja, ich sag mal, auch teilweise mit Fachwerk und so weiter kann man ja machen, das hat der Olaf perfektioniert. Als du das, ich sag mal, das erste Mal gehört hast, ihr kennt doch jetzt schon ein bisschen, der Olaf ist ja auch ein interessanter Typ, ja, was so Ideen angeht. Was hast du dir gedacht bei der Idee? Also am Anfang dachte ich, was möchte er damit überhaupt machen? Und als ich dann die Umsetzung gesehen habe, ich fand es total genial. Er hat es ja viel bei sich im Baufahrzeug benutzt, Stauraum etc. Und dann die Erweiterung mit dem Add-on zu sagen, ich mache mir da ein Bett raus, ich mache mir einen vollwertigen Camper, finde ich wunderbar. Also so, du verkaufst gerade Camper, du hast mir erzählt, Kastenwagen, kannst du gut und gerne mal 70.000 Euro ausgeben, da geht noch mehr, oder? Das hier ist eine nette Alternative, um mal zu starten, oder? Ja genau, ist genau der Anfang, den du machen kannst. Wir haben auch eher auf der Messe in Essen jemanden kennengelernt, der hat sich das hinten im Caddy reingemacht, den er so hat und glaube ich, ist eine perfekte Alternative. Und wenn du es nicht brauchst, nutze die Kisten im Keller und fertig, ne? So, wir haben März. Unglaublich, wie der Wind hier geht. Deswegen sind wir ein bisschen reingegangen. Ich glaube, draußen würde uns alles wegfliegen. Olaf, wir fangen mal an. Du hast 10 Boxen. Du sagst, mit 10 Boxen kann man nahezu alles bauen. Ja, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Ne? Wir zeigen mal, wie das Ganze funktioniert. Guck mal, wir rollen das jetzt mal. Wir haben das ja jetzt hier mal auf so eine Rollbox gepackt. Ne? Dass wir uns nicht so bücken müssen. So. Und jetzt geht das folgendermaßen. Die Kehrtüte können wir erstmal zur Seite machen. So, ist es eigentlich nur so, dass man jetzt die Euroboxen, in denen entweder schon Camping-Sachen drin sind oder die man jetzt mitnehmen will, die kann man ins Auto stellen. Ne? Einfach mal reinstellen. Ich stelle die jetzt einfach mal rein. So wie man das jetzt gerade gerne mal hätte. Ich mache das jetzt wirklich wahllos. Und das Entscheidende ist halt, die sollte man natürlich so ein bisschen arretieren. Gerade dann, wenn wir die später wahrscheinlich als Bett verwenden. Ja, genau. Das ist vielleicht ganz gut. Also damit es nicht so sehr zusammenbricht. Alles sag mal, los. Ist das System bei dynamischen Lasten auch verwendbar? Auf jeden Fall. ich hörte davon, dass es getestet wurde. Es wurde getestet, okay. Es wurde getestet, ja. Und es funktioniert. Das heißt, die Klappboxen halten was aus. Ja, also ich weiß das von den... Die haben sogar eine Randbelastung, glaube ich. Ich weiß nicht, diese hier von knapp 200 Kilo oder sowas. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie es bei diesen Euroboxen eben... Also ich weiß nur, die festen, da kann man Häuser mitbauen, glaube ich. Ja, die festen auf jeden Fall 200. Und ich weiß nicht, da muss man natürlich, das kommt auch auf den Hersteller an. Ne? Es gibt ja so viele Hersteller, die Euroboxen machen. Da muss man dann einfach mal gucken, wie die beschreiben. Ne? Genau, wenn du mich noch kurz aufklärst. Das ist das Standardmaß für Euroboxen. Die Höhe mag zwar variieren, aber genau. Die 60x40, das ist, glaube ich, weltweit die meistverkaufte Eurobox in dem Format. Oder? Genau, deswegen habe ich die auch als Grundlage genommen. 60x40 haben die meisten im Keller, also alle Klappboxen, die man so hat, 60x40 Zentimeter ist genau das Maß. Ne? Okay, so jetzt sind wir fast fertig. So, 10 Stück. Ein paar Kisten reinstellen. Also warum haben wir gesagt 600 Euro? Die Euroboxen, die hat man, behaupte ich jetzt einfach mal so. Ich war die auch im Baumarkt kaufen. Olaf, du verkaufst auch keine Euroboxen. Nein, ich verkaufe keine Euroboxen. So, keine Euroboxen, die müsst ihr euch selber besorgen. Gibt es aber in jedem Baumarkt, spätestens nach diesem Video hier, gibt es weniger 60x40 Boxen. Ja. Preis ungefähr von so einer 60x40 im Hornbach? Also das geht los. Also die einfachen ab so 10 Euro, dann so farbige 14 Euro. Diese hier sind natürlich teurer, weil sie etwas höher sind. Aber so mit 10 Euro bin ich pro Box dabei. Die meisten sind grau ungefähr? Ja. Ja, okay, also das heißt nochmal ein Hunderter an Boxen investiert. Aber das kann man ja so nicht sagen. Man kann mit den Boxen ja alles machen. Was machst du gerne mit Euroboxen? Also ich habe da alles Mögliche drin eingelagert. Wir haben tatsächlich auch, wenn wir mit einem klassischen Reisemobil fahren, auch alles in Euroboxen. Habe da drin alles eingestaut und nutze es total viel. Und privat, hast du? Alles. Alles. Wein, nee, ja. Hunde. Wir haben tatsächlich bei uns in den Kellerregalen die Euroboxen genutzt, um einfach mobil zu sein. Ne?
Also meine Frau, da muss man aus dem Nähkästchen plaudern. Die hat, glaube ich, 12 von diesen Kisten voll mit Weihnachtsdeko, ne? Ja. Es gibt nichts Praktischeres. Hin und her, fertig. Nicht so viele. So, wir haben übrigens noch einen Porta-Potti-Gabenger. Du hast gesagt, Olaf, Klo brauche ich nicht, ja? Das heißt, wo machst du denn immer hin, wenn du unterwegs bist? Du, ich dusche, wenn ich unterwegs bin, gerne auch. Nee, Toilette. Toilette, ja, entweder öffentliche Toiletten, wo die halt so sind. Oder Baum. Und, ja, gut, ne? Und auch duschen und so. Ich mache sowas gerne im Schwimmbad abends, aber da kann sich ja jeder selber aussuchen, was er macht. Okay, super. Also Toilette. Wir hätten normalerweise noch eine kleine Sackdusche, hätten wir noch organisiert, aber du hattest bei dir im Campinghandel, hattest du keine. So, was ist jetzt zu tun? So, jetzt ist Folgendes zu tun. Das tun wir jetzt erstmal hier drauf. Man nimmt diese, meine Ovomos, so heißen sie, ja? Ovomo. Ovomo heißt das. Da ist, steht es drauf. So ist Ovomo. Die, ja, das ist der Name. Fertig. Okay, verstanden. Hat im Übrigen Ovomo keine Bedeutung, weil immer die Frage kommt, hat es eine Bedeutung? Es hat keine Bedeutung, es ist ein schöner Name. Aber Womo heißt ja auch Wohnmobil, ja, für viele. Richtig, es gibt Leute, die sagen, das heißt Olafs Wohnmobil, es gibt Leute, die sagen ohne Wohnmobil, es heißt Ovomo. Es gibt eine Besonderheit, du kannst es drehen und wenden, wie du willst, genau, du darfst es nur nicht spiegeln. Es ist ein Anagramm, wie heißt das? Keine Ahnung. So, das heißt, man kann es wirklich auf den Kopf stellen, egal was, Ovomo. Also das Ganze müsst ihr euch nicht merken. Gibt es einen Fachbegriff bei deiner Patentanmeldung? Formschlüssige? Ja, genau. Also es ist so, also das, was tatsächlich patentiert ist bei meiner Geschichte, ist, dass ich die Euroboxen formschlüssig miteinander über die Oberflächen verbinde. Okay, los geht's. Ja. So. Sag mal, kann ich? Ja, ich komme. Einfach, ich nehme jetzt hier so einen Ovomo-Deckel, ja. Und jetzt kann ich diese Deckel nehmen, die werden hier oben drauf gelegt. So, und jetzt werden die einfach auf die Deckel gelegt, auf die Boxen. So, und damit verbinden sich die Boxen miteinander. So. So. Und das ist ja krass. Das passt. Ich habe jetzt, ja, und das kann ich schon mal zwischendurch zeigen. Du hast jetzt, wenn alles zu ist, wird es natürlich noch stabiler. Du hast jetzt eine Fläche, die insgesamt 1 ist. Und habe damit eine wunderbare Basis, um darauf zu schlafen, je nachdem, was ich da so alles mit vorhabe. Atmungsaktiv? Naja, es sind Löcher drin, ne? Mhm. Aber bewusst sind die Deckel auch nicht lackiert. Mhm. Das kennt jeder, der lange campt. Früher waren die Flächen in den Wohnmobilen immer unbehandeltes Holz, wo die Matratzen drauf lagen. Hat was mit Feuchtigkeitsaustausch und Diffusion zu tun. Ja, das heißt, dass hier das Holz nimmt noch ein bisschen was auf. Ja. Du hast auch mal welche geölt, das kann man mal zeigen. Ja, das ist jetzt was anderes. Genau. Also du lieferst sowas nicht, aber es gibt Hinweise, man kann ihn ölen, oder? Man kann ihn ölen. Das ist tatsächlich ein. Diesen Deckel habe ich jetzt nur mal mitgebracht, weil ich den als Schneidbrettchen genommen habe. Den habe ich als mit Küchenarbeitsplattenöl geölt. Genau, wenn du es mal gerade daneben hältst, dass man die Farbe nochmal sieht, weil so. Ist übrigens das gleiche Material. Ne? Das ist also Buche Multiplex. Für mich das beste Holz, was man kriegen kann für solche Sachen. Warum ist gut? Das ist so, das hält. Das hält einfach. Wir kennen alle diese Kindergartenbauklötze. Die sind alle aus Buche. Mhm. Die gehen auch nicht kaputt. Die kriegen eine Macke oder was weiß ich alles, aber letztendlich kriegst du die nicht kaputt. Das Holz kommt aus wahrscheinlich Regenwald Brasilien, oder? Ja, nur. Ne? Nur. Nö. Das ist, also wir produzieren hier in NRW. Ne? Mhm. Ich muss sagen, wo das Holz jetzt herkommt, muss ich mal einen Schreiner fragen. Das macht aber ein Schreiner, macht das auf der CNC, ja, oder? Ja, das wird auf einer CNC-Maschine gefräst. Es wird in einem Stück alles gefräst. Ne? Und das wird dann komplett aus einer Platte rausgefräst. Das ist also nicht verleimt. Das ist übrigens grundsätzlich ein Grundkonzept hier. Keine Teile, die man verlieren kann. Es ist so, am Anfang haben die Leute direkt runtergeschrieben, 60 Euro, da nehme ich mir meine Laubsäge, die ich im Kindergarten hatte, und mache das mal eben. Ja, kann man machen. Oder auch nicht. Und das ist einfach auch so eine Sache, was bei viele immer dabei vergessen. Die sagen, ich nehme die Laubsäge und mache das selber. Hier verdienen Leute ihr Geld mit. Vom Verpacker, vom Fräser, vom Gabelstaplerfahrer, über den Versand. Die Leute, ja, die ist mir doch egal. Also nehme jetzt einfach meine Laubsäge und mache das. Also A, sagst du, hast du zu mir gesagt, das Material ist, wenn man das sägt, ist das erstmal nicht
Man kann sich so einen Spreisel im Finger machen zum Beispiel. Das ist also, es muss nachbehandelt werden. Es muss nachbehandelt werden. Also die Kanten, das von der einen Seite ist es gefräst. Hier ist es dann nochmal händisch von dieser Seite ist es händisch nachgefräst. Ne? Das muss halt alles so ein bisschen bearbeitet werden, damit es hinterher ein schönes Produkt gibt. Ne? So, du darfst mal so einen Deckel mal nehmen und einfach mal hier mal da vorne hinschmeißen. Also vielleicht nicht den da. Das ist ja später nicht der, den wir nehmen, sondern du kannst mal hier hier einfach mal so einen Deckel nehmen. Wenn du den mal vielleicht mal so 3 Meter mal hochwirfst und das einfach mal auftitscht. Das ist kein Problem. Ja, das ist ja jetzt harmlos. Wenn du den einfach mal da vorne mal hinschmeißt, also einfach, dass man mal sieht, mach mal so, dass er genau auf eine Ecke fällt. Das willst du? Ja, das will ich. Das tut mir so weh. Ja, ist mir egal, ob es weh tut. Ich will nur zeigen, es hilft jetzt nichts. Du musst das machen. Günther, mach du das mal. Auf die Ecke. So. So, jetzt zeig mal. Es ist Folgendes passiert. Du hast jetzt von den Dingern hier ungefähr, also das ist passiert und das ist schon mal passiert beim Ausliefern. Das war jetzt volle Lotte auf die Ecke. Ja. So, das ist das Maximale, was passieren kann. Das ist Kindergartenqualität. Und da ist Folgendes passiert. Du hast von den Dingern jetzt Tausende verkauft. Ja. Und ab und zu ist das passiert. Was ist da passiert? Also als die DHL. DHL wirft die Dinger weiter als ich. Gut. DHL hat es also tatsächlich geschafft, von den ersten Lieferungen eine ganze Menge kaputt zu machen. Das passiert. Aber eigentlich sind die unkaputtbar. Das, was du jetzt geschafft hast, Günther, haben wir noch nie geschafft, dass du ihn genauso auf die Ecke getroffen hast. Ja, man muss ja auch dazu sagen, du kannst ihn ja trotzdem weiter jetzt verwenden. Ja klar, mach mal. Du gehst einmal her. Du kannst ihn ganz normal... Tauschen wir aus? Genau. Ja, also wir tauschen einfach irgendeinen aus, ist ja egal welchen. Setzen den hier rein und gut ist. Geht. Also es ist nicht so... Den nächsten rein und die kleine Ecke, da schleifst du einmal drüber. Und dann ist das wieder gut. Das nennt man übrigens Patina, ja, im Campingbereich. Das kannst du auch spachteln, geht auch. Also dauerhaft kaputt geht's nicht. Geht's nicht, sehr gut. So, du merkst, wir haben gerade ihn ziemlich aus dem Konzept gebracht, aber die Deckel sind unkaputtbar. Jetzt habe ich mal eine Bitte. Wie wiegst du heute im Moment? Schlanke 140 Kilo fast. Genau, wenn du mal gerade hier mal da mitten reinsteigst und mal eine dynamische Last ausübst. Hast du Kinder schon? Zwei, sehr gut, das merkt man. Also, Günther, das Ding. Mal einen darüber, wir können noch was machen. Ja. Das können wir eigentlich auch noch schön zeigen. So. Das geht nämlich auch so. Nee, mach das jetzt. Wenn dann was schief geht, ja. Also, du sagst, das geht. Ja, jetzt. Wenn der Günther jetzt nicht wie ein Verrückter drauf rumspringt. Du weißt, wir haben es auf Tape. Ich weiß, du schneidest nie. Und ich will auch nicht, dass der Günther sich verletzt. Also, Günther. Du hast das, glaube ich, schon mal gemacht, oder? Ja, wir haben es schon gemacht. Also, wir haben den jetzt freischwebend hier rüber. Das funktioniert nämlich auch. Also tatsächlich wird er links und rechts nicht, damit es sich auseinanderrutscht. Aber der kann sich da locker draufstellen. Ist ja fast wie im Zirkus hier. Ja, die dynamische Last aber jetzt doch auch. Übertreibst nicht, aber grundsätzlich geht das. Warte, ich zeig das mal. Da ist kein doppelter Boden drunter. Gut, Test bestanden. So, das nochmal zum Thema Stabilität. Also, wir hatten 300 Kilo drauf, wir hatten zwei Personen drauf. Das waren gute 300 Kilo und da haben wir dann mit dynamischer Last haben wir es dann zerbrochen. Okay, also durch einfach nur draufliegen und sich bewegen passiert da gar nichts. Nein. Zwei Kerle haben da drauf gestanden in der Mitte, gibt es auch Videos, die haben es geschafft. Also dann, das geht. Ne? So, dann bauen wir weiter. Ja, schön. Dann nehmen wir den Günther erstmal der runter. Vielen Dank. Der kommt aus dem Wohnmobil. So. So, ja, also jetzt können wir das Ganze, das hat ja eigentlich schon vieles gezeigt, dass wir im Grunde genommen völlig flexibel sind, wie wir die Deckel drehen. Ne? Also es passt immer. Ich muss also nur darauf achten, dass ich quasi hier die Fluchten einhalte und dann passt der Deckel wieder da drauf. So. Das heißt, wenn du jetzt eine Fläche machen willst, dann muss ja nicht immer ein Deckel drunter sein. Nein, da muss nicht immer, du meinst jetzt nicht immer eine Kiste drunter sein. Eine Kiste drunter. Nein, wir könnten jetzt Deckel, zum Beispiel, diese Kiste, die könnten wir jetzt hier auch, wenn wir das möchten, können wir mal vorführen. Wir können ja jetzt einfach, Günther, würdest du die nochmal bitte nehmen? Klar. So, wir nehmen jetzt einfach mal die Kiste raus. So. Und jetzt können wir, die brauchen wir nicht. Also das hält natürlich auch. Okay, verstanden. So. Bitte, dann bauen wir weiter. Ja, dann können wir jetzt zum Beispiel, wir machen jetzt einfach mal, also wenn ich jetzt unterwegs bin, kann ich das hier natürlich schon als Sitzfläche nutzen. Ne? So wie wir das jetzt gerade gesehen haben. So. Achso, jetzt brauchen wir noch ein paar Ovomos. So, da kommt schon der Showpraktikant Günther kommt schon. Ja. Mit Assistentin. Der neue Elf quasi. Der neue Elton, sagt. Der neue Elton, ja genau. Der war auch geil.
So, wir gehen jetzt einfach mal hier vorne wieder so ein bisschen auseinander. Also das, wie man sich das zusammenbauen möchte, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Ne? Das ist eben anpassbar an jedes Fahrzeug, wie ich das Ganze haben will. Ne? So, jetzt hast du schon Fotos, viele Fotos bekommen von Ausbauten, die Leute gemacht haben? Ja, viele private Fotos, also ganz viele private Fotos. Auch von interessanten, wirklich richtig schicke Sachen mit Matratze, mit Hund, ohne Hund und so. Alles dabei. Fanpost. Und ich bin auch total begeistert. Also das ist so. Aber ich sag mal, normales Wohnmobil hat ja eine Sitzgelegenheit, hat was zum Schlafen. Dann hast du bewusst jetzt mal hier hinten jetzt nicht zu sehr ausgebaut, weil du willst ja noch ein bisschen Stauraum haben für zum Beispiel Fahrräder, Motorräder. Genau. Und so weiter. So, jetzt sieht das ja schon ziemlich, ja, sind jetzt Kisten mit dem Deckel drauf. Jetzt würde ich ja noch nicht sagen, das ist jetzt hier ein, ich sag mal, Itenio voll integrierter, ja. Wie geht's weiter? Also, wir können jetzt, also erstmal kann ich natürlich jetzt, das wäre jetzt so eine Geschichte, wo ich mir eine Schlaffläche drauf machen kann. Und ich habe da, ich hole mal eine Matratze. So, und das ist wirklich neu. Wir haben ja schon mal gedreht. Die ist neu. Und die Matratze... Also es war eigentlich so, dass ich für mich selber eine Matratze bestellt habe. Ich nenne auch den Hersteller, weil der hat die daraufhin in sein Programm genommen. Ich habe also eine Matratze für mich bestellt und habe mir die speziell so machen lassen, dass sie auf diese Euroboxen passt. Ja, die passt also im gesamten System hier drauf. Und das ist die Firma Optima Schlafsysteme. Die haben mir die gebaut. In wo sind die? Warte mal, wo sind die überhaupt? In Bayern Richtung runter. Also optimal Schlafsystem. Optimal Schlafsystem, so. Und die haben mir die Matratze so gebaut, wie ich sie haben will. Ja? Und wir hatten danach so viele Anfragen, dass die jetzt auch tatsächlich so im Programm aufgenommen haben. Ne? Wichtig ist zu wissen, das System war neu, als du mich das erste Mal angeschrieben hast, vor circa einem Jahr. Da war das noch brandneu. Da hast du gesagt, da darfst du noch nicht drüber reden. Genau. Und ich habe auch nicht verstanden, was du wolltest. Dann hast du mir die ersten Fotos geschickt, da habe ich es immer noch nicht verstanden. Und habe der ganzen Sache auch nicht so viele Erfolgschancen gegeben, weil, ich sag mal, Sachen, die ich nicht verstehe, die kauft bestimmt kein Mensch. Es kam ganz anders. Ja. Du hast es mir erklärt, ich habe es verstanden. Ich glaube, man muss es verstehen, oder? Ja, man muss es verstehen und man muss auch einfach insgesamt dran Spaß haben. Also ich habe einfach, es gibt Leute, die sagen sofort, das ist es, das habe ich schon immer gesucht. Die sagen, das ist so einfach, gerade auch bei den Leuten, die keine Garage haben oder in einer Etagenwohnung sind. Die haben ihre Campingsachen da alle mit drin, ne, und können das auch eine Person reintragen, rauftragen, lagern. Aber jetzt mal ehrlich, was ist denn das ganz normale Verhalten eines Deutschen? Ja, es sei denn, du bist Rentner, du hast ganz viel Zeit und bist ein Dreivierteljahr unterwegs. Du kaufst ein Wohnmobil, das ist dann dreimal im Jahr im Einsatz für zwei Wochen. Ja. Vermieten willst du es nicht, weil Tierhaare und so weiter. Das hier ist, da kannst du jetzt einfach praktisch ein Nutzfahrzeug nehmen oder ein Kombi oder ein, was weiß ich, ein Renault-Partner, ein VW-Bus, egal was. Egal. Völlig egal. Vor allen Dingen, du brauchst es ja auch nicht nur für dich, du kannst es ja auch einem Kumpel geben oder wie auch immer. Oder ich habe wirklich auch Leute, da kauft der eine 5 und der andere 5 und die teilen sich die jeweils auf. Ne? Also ich sag dir mal ein paar Schlagwörter. Angler zum Beispiel, die sind ja unterwegs, oft 2-3 Tage, 2-3 Kästen Bier mit dabei, abends, nachts pennen. Ja. So, das ist in Frankreich, ist das ganz normal. Genial, oder? Ja, mache ich auch. Ja. Also ich bin du angelst? Ich angle auch, ja. Okay. Also ich komme da relativ wenig zu, aber ich angle auch gerne. Aber es ist egal, es ist alles möglich, was draußen in der Natur ist. Ne? So, was war jetzt besonders an der Matratze? Denn die musste nämlich einer Anforderung bestehen. Ja, und zwar, das sind jetzt mehrere Schritte. Also die eine ist jetzt die, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte das Ganze umbauen zu einer Sitzecke. Das ist ja jetzt hier so eine Schlafecke, die ich hier habe. Ne? So, da kann man sich jetzt wirklich wunderbar drauf liegen. Ne? Im Übrigen wunderbar drauf liegen. Das zeige ich mal kurz. Die Matratzen sind mehrlagig. Also das ist eine gute Qualität, was hier diese Schaumstoffpolsterung betrifft. Die gibt es in verschiedenen Härtegraden und so weiter. Das ist nicht nur eine Matratze. Olaf, ich gebe dir mal gerade ein bisschen mehr Weitwinkel. Ja. Dann können wir es vielleicht noch ein bisschen besser sehen, wie das Ganze ist. Okay, wir sind soweit. Und jetzt habe ich da hinten zum Beispiel eine Matratze liegen, ja, und möchte sagen, ich würde jetzt hier gerne so eine Chill-Ecke machen oder sowas, ne? Okay. So, wenn ich jetzt hier so zwei, ich nehme jetzt mal einfach zwei zur Seite hier, ne? So, die stellen wir jetzt mal gerade hier irgendwo hin. Das ist eigentlich egal. So. Und ich nehme jetzt mal hier zwei Boxen raus. Günther, bitte nicht werfen, ja, jetzt. Nee, nur eine. Immer nur ein Deckel pro Video. Was denn? Nicht werfen, habe ich gesagt. Nur werfen, ja genau. So, jetzt hast du die zwei rausgenommen.
Das könnte zum Beispiel das Material sein, was du draußen später hast. Oder du könntest das jetzt sogar als verwenden Tisch. Ich kann als auch Tisch. Machen, zeigen wir gleich mal. So. Okay. Aber jetzt kommt der Clou dieser Matratzen. Das habe ich mir nämlich auch ausgedacht, weil die gab es nicht auf dem Markt. Also musste ich die mir. Da war jetzt ein Reißverschluss, was hast du machen gemacht? Lassen. Ja, genau. Und zwar, deswegen bin ich auf den Hersteller gekommen, weil der mir gesagt hat: Jo, kein Problem, wir machen dir das auch mit Reißverschluss. So. Und jetzt habe ich nämlich den Vorteil, dass ich die auseinander machen kann. Und jetzt kann ich die wieder hier ergänzen. Na? So wie ich das haben möchte. Okay, jetzt hast du deine Sitzgruppe. Chill-Ecke. So, jetzt kannst du hier wieder den Tisch drauf machen, kannst wieder was drauflegen. Also das heißt, ich bin viel, viel variabler mit diesen Matratzen. Was ich total genial finde, ist, jede Matratze ist für eine Euro-Box, korrekt? Ja. Jedes Teil. Ja, genau. So, jetzt kannst du die ja theoretisch rausnehmen als Sitzkissen für draußen, korrekt? Ja, kannst du. Geht. Ja, da geht noch weiter. Ja, das kann ich aber jetzt auch im Garten benutzen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier Party, brauche das System, ich habe es unten im Keller stehen, nehme ich einfach die Euroboxen plus eine Auflage rein, mache obendrauf ein Sitzpolster und habe 10 Stühle. Nein, weil ich kann die nicht 10-mal trennen. Ich kann die immer, es sind 2 und 3 Teile. Okay, verstehe. Das einzeln sind die nicht? Nein, die sind nicht einzeln, weil das kriegst du auch nicht mehr zusammen. Das hat was mit Reißverschlüssen zu tun. Die Idee hatten wir auch, aber die müssen wieder so zusammengefügt werden, wie sie mal waren. Und wenn du 10 Teile hast, die dann gemischt werden, das kriegst du nicht hin. Okay, alles klar, das kommt aus der Praxis. Also das hat sich jetzt schon bewährt. Weiß ich jetzt auch was von. Aber so, du könntest aber eine Sitzbank machen mit rein. Ich wollte gerade sagen, es ist ja viel schöner, zu dritt auf einer Bank zu sitzen, ja, als alleine auf dem Hocker. Ja, natürlich, ne? Das ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Das ist, und da gibt es auch was Neues. Das ist nämlich... Das zeigen wir gleich. So, ganz wichtig ist, dass du vielleicht nochmal gerade das Bett nochmal zurückbaust, sei mal gerade so lieb, und dich für ein Foto mal gerade drauflegst. Das Ganze geht immer in Sekunden, das ist das Schöne. Eine Box bauen wir noch. Jetzt hast du das. Das würde ich übereinreichen. Also mit Assistentin ist ganz verrückt hier. Ja, mit Assistentin ist verrückt. Ohne um dich zu werfen, so ein Deckel. So, Deckel kommt. Ist ja oft so, dass die Hausfrau oder der Hausmann jeweils dem anderen Partner ja gerne hilft. Ja. Und oft ist man ja zu zweit unterwegs, das geht dann recht schnell. Jetzt nimmst du zwei Deckel und der eine ist jetzt freischwebend. So, genau. So, dadurch könnte ich zum Beispiel eine Box draußen lassen, kann da ran. So, jetzt mach nochmal Bett, bitte. Ich mach nochmal Bett. So, Bettlänge übrigens im Moment? 2 Meter. Zwei Meter. Die Matratzen sind auf 2 Meter ausgelegt. Also das sind 5 Teile auf 40 Zentimeter. So, das Kamerakind Günther wird nämlich gleich mal drauf Platz nehmen. Und da wirst du mir mal beschreiben, wie der Liegekomfort ist. Denn du weißt selber, aus den Aufbaudächern, die Matratzen in den Aufbaudächern sind meistens mangelhaft. Da brauchen wir noch einen Topper, oder? Ja, das stimmt. Die sind sehr, sehr dünn. Und da schadet es nicht, wenn man noch einen Topper dabei hat, ja. So, aber hier, die sehen schon doppelt so dick auf, mindestens, oder? Ja, mehr als doppelt so dick. Also ich würde sagen, 3-mal so dick. Und das Schöne ist auch, du hast ja vorhin das Angeln angesprochen. Wenn du jetzt so einen Leerraum unten siehst, passt auch wunderbar eine Kühlbox runter oder sonstiges, ne? Ja. Super. Ich bin nicht drauf gesessen, ne? So, bitte geh mal drauf. Deine Körpergröße, Höhe? Ich bin 1,84. Und 100 wie viel Kilo? Du bist echt unsympathisch. 140. 140 Kilo. Genau. So. Ja gut, ich meine, du kannst ja im Moment nichts dran ändern. So. So, 140 Kilo. Sag mal, das ist ja Wahnsinn. Das heißt, und... Kannst ganz lang liegen, ne? Ist top. Warte, ich komme mal von hinten und zeig mal gerade, wie das Ganze aussieht, wenn wir jetzt drin sind. Also da haben wir jetzt den Raum. Da liegt der Günther. Und rechts auf der Seite, das ist der Olaf. Wenn ihr beide jetzt mal, ihr geht jetzt abends schlafen nach getanem Angeln. Ja. Wenn du dich mal, Günther, mal ganz in die Ecke legst. Günther und Olaf. Das perfekte Paar. Jetzt ist hier vorne, habe ich schon gemerkt, da bist du ein bisschen abgekippt. Ja. Da hast du sogar eine Lösung für. Da kommen wir gleich mal drauf. Also eine halbe Box. Da hast du jetzt keine Lösung. Aber da kommen wir gleich mal drauf. Kann ich dir mal was zu erklären? Das hat Gründe. Es hat Gründe, so. Und du dich mal gerade daneben, bitte. Einfach mal hinlegen. Achso. Dass wir mal sehen. Du hast nämlich einen Riesenvorteil. Du bist 1,95. Ja. Und wie ist denn jetzt der Liegekomfort? Jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz. Wenn der Günther mich noch ein bisschen krabbeln würde. Nein, also ganz hervorragend, würde ich sagen. Nein, ist wirklich. Du verkaufst das Zeug ja jetzt, du musst das ja sagen. Ich verkaufe sie nicht. Ich habe also nichts mit dem Verkauf zu tun. Du hast ja aber gesagt, wie sie sein sollen. Ich habe gesagt, wie sie sein sollen. Und die Firma Optima, also das, um das ganz klar zu sein, man bestellt bei der Firma und ich habe mit der Firma wirtschaftlich nichts zu tun. Mhm. Das ist tatsächlich ein... Ich kann da auch egal welche Matratze drauflegen, das muss natürlich, nicht die sein. Natürlich, ja, okay. Aber ich finde die super und du kannst sie
Jetzt aber eben auch, wenn du keine Lust hast, dir eine zusammenzustellen, die ist da unter Ovomo gelistet. Also die ist also da mit dem Link drauf. Da kann man mit dem Link drauf, ne? So, da, weil die Leute haben bei mir alle wie verrückt angerufen und haben gesagt, wo kriege ich so eine Matratze? Haben die dann versucht, einzeln zu bestellen und zu konfigurieren und so weiter. So, die Aufwand hast du jetzt abgenommen. Den, so. Genau, darum geht es. So, oder? Jetzt ist ja so, du liegst gerade quer. Das heißt, dein Gesäß auf der linken Seite drückt jetzt gerade die Matratze zusammen. Wie ist denn der Liegekomfort? Ist wirklich in Ordnung. Also ich bin nicht bis zum Brett runter oder sonst irgendwas. Ich liege immer noch gut. Ja. Ist top. Also ich liege zum ersten Mal drauf und bin echt positiv überrascht. Super. Okay, also das ist jetzt dabei. Sind verschiedene Härtegraden. Das ist mit so, jetzt will ich an diese Box daran, hier in der Mitte an die. Wie komme ich da ran? Da ist keine mehr drunter. Da ist keine mehr drunter. So, dann will ich an die hier ran. Wie komme ich da ran? Da kommen wir einfach so ran, indem wir das jetzt einfach hochklappen. Ach, deswegen sind die faltbar jetzt? Genau, deswegen sind sie faltbar, dann bist du nämlich ratzfatz da dran. So, da drunter habe ich einen Staubsauger liegen. Bitte nochmal zurückmachen, hier den Deckel. Wie komme ich da in der Mitte ran? Genauso. Da genauso. Ist der Günterweg. So, das heißt, man kann das offen lassen. Genau, so. Dann können wir den mittig der rausmachen und dann kommst du auch so wieder von oben dran. Das ist nämlich auch die Frage, dass viele Leute gesagt haben, hier ist ja viel zu viel Spiel, aber das ist wirklich ausgeklügelt, oder? Das ist total ausgetüftelt. Ich habe da also lange dran rumgetüftelt. Ich habe verschiedenste Spaltmaße hier gehabt in verschiedensten Breitengrößen und so weiter. Das ist das Optimale. Das ist optimal. Also so. Das muss knappeln und das muss so sein. Es ist auch nicht jede Euro-Box auf einen Millimeter genau. Genau. Ja, das hast du mir, glaube ich, auch mal gesagt. Gell? Jetzt haben wir uns verschoben hier. Ja, ein kleines bisschen verschoben. Ja, der Günther sitzt jetzt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Der so, Günther jetzt, ist. Jetzt kommt er. Ja. So, pass auf. Hast du wieder rein. Jetzt so, passt. Alles klar. Und du siehst das, so ein bisschen Spiel musst du haben. Das ist, wenn du das nicht hast, dann funktioniert das nicht und du kannst sie auch so ein bisschen, wenn der Boden gewölbt ist und so weiter, das macht das System auch mit, ohne dass sich da was verkantet. Das ist eben so wichtig dabei, ne? So, wir bauen mal einen Tisch bitte. Wir sind jetzt draußen, möchten gerne kochen. Was ist denn zu tun? Ja, wir hätten hier, wenn wir jetzt so eine, jetzt nehmen wir mal, sollen wir die hier nehmen oder sollen wir von drinnen welche nehmen? Wir können auch die von drinnen nehmen. Wir können die von drinnen nehmen, ja. Wir haben nur die. Lass dann mal weg. Sind ins Camping. Eine haben wir noch übrig. Guck mal hier, Olaf. Eine haben wir noch übrig. Einmal hier draußen. Hier. So, jetzt können wir mal das nehmen. Die Matratzen nehmen wir weg. So, jetzt müssen wir nur auf. So. Boah, ist das ein Winter draußen, hörst du das? Das ist Wahnsinn heute. Also es ist wirklich, auch wenn es Herbst ist, aber es war die ganze letzte Woche schon so. Ich bin da zumindest froh, dass es trocken ist. Wir haben die letzten Tage hier, hätten wir schwimmen gehen können, ne? Heute ist ja 13, oder? Der. Ja, genau. 13. März 2023, wir sind in Lünen. Ich glaube, ganz am Ende von Lünen, gell? Das stimmt, also wir sind am Ende von Lünen, Ortsausgang schon Richtung Selm, der Heimat vom Olaf, dem Erfinder von den Ovomos. Ja, genau. So, jetzt kommt der Tisch. Du hast sie jetzt schon im Programm und ich habe gesehen, du hast drüben auf 2-Euro-Boxen eine Sattanlage aufgebaut zum Zeigen und hast einen Deckel drauf gemacht. Die kann man super verwenden für alles, oder? Genau, also wir nutzen es bei uns. Ich hatte es auf der Messe Essen als Theke benutzt. Habe dann einfach so in eine Art gestellt, nur dass ich längs gemacht habe. Und das hat wunderbar geklappt. Und auch auf der Messe hatten wir wieder den Mehrwert. Ich habe quasi die Kataloge etc. unten drin gehabt und bin dann hergegangen und konnte alles bei Bedarf rausgeben. So, jetzt haben wir schon eine Theke und da oben drauf mal bitte den guten alten Wechselrichter, der uns neu ist. So, da haben wir jetzt eine Batterie, da haben wir jetzt unseren Föhn, ganz wichtig. Wenn man auf Camping geht, nee, wir haben jetzt keinen anderen Verbraucher gefunden, aber wir hatten einen Föhn und einen Wasserkocher. Das ist so eine typische Batterie, das kann man natürlich auch als Powerstation machen, alles all in one, aber wir wollten jetzt bewusst mal zeigen, so könnte es aussehen. Das ist hier ein Wechselrichter, der kann 2 kW. Genau. Hier haben wir eine KitchenAid drin, mach mal an bitte. So. Wechselrichter ist an. Wechselrichter ist an. Dann hören wir also, dass er langsam anläuft. Ist jetzt auch, ich glaube, am Anschlag. Der kann 2 kW und das Ding hat, glaube ich, 2,2 kW, genau. Aber das macht er mit, oder? 2200 Watt. Oh, jetzt sagt er schon, er beschwert sich. Ja, schaltet ab wegen Überlast. Hat Überlast. So, wir föhnen aber mal, das ist ganz gut. Also, der Verbraucher war vielleicht ein bisschen viel, wussten wir aber vorher. Wollten wir nur mal zeigen. Hat mir vorher schon gesagt. Ist auch tatsächlich so, dass wir jetzt die werkseitige Verkabelung genommen haben. Normalerweise verkabeln wir neu mit dicken Kabeln. Wir wollten es halt nur einmal zum Zeigen haben. Okay, das heißt, bei 2 kW muss der Querschnitt ein bisschen größer sein. Ne? Genau, einfach damit er vernünftig ziehen kann. So, jetzt, aber das ist kein Problem. Der hat 1,6 kW, glaube ich. Genau, wir hatten drunter geguckt, 1600 Watt haben wir mit dabei. Föhn. Und gar kein Problem.
So, also damit könnte ich jetzt zum Beispiel Strom haben, damit könnte ich es reinstellen, müsste das natürlich nochmal professionell verkabeln und, genau, und noch ein bisschen drüber gucken, aber ich könnte zum Beispiel die Batterie könnte ich in eine Box reinmachen, den Wechselrichter in die andere, könnte ich miteinander verbinden, das würde gehen. Genau, das ist auch so, dass wir es zum Teil schon für Camper machen, dass wir Autarkboxen herstellen, die weg von der Powerstation, das möchte nicht jeder so eine Powerstation haben, sondern die einzelnen Komponenten und das bieten wir dann quasi auch mit an. Balkonkraftwerk hat ja fast jeder mittlerweile, damit kann ich Strom speichern, auch das könnte ich dann wiederverwenden. Jetzt die Toilette, Porta-Potti, habe ich selbst im Einsatz, das ist die niedrige Version, das ist ein bisschen beschwerlich, da empfehle ich immer irgendwas drunter zu machen, damit man leichter rankommt. Kinder kommen direkt drauf. Genau, es ist halt einfach so, dass wir jetzt von der Breite theoretisch auch wieder in eine Eurobox reinpassen. Achso, die passt in Eurobox? Wir passen, wenn wir sie querstellen, passt sie in Eurobox mit rein, ja. Okay, also das wäre das Thema Toilette. Funktioniert sogar erstaunlich lange, muss ich sagen. Also die funktioniert mit zwei Personen locker 2 Tage, kann man sagen, mit Pipi sogar? Ja, genau, funktioniert relativ gut. Es ist ja eigentlich auch mehr so gedacht für nachts, fürs Notgeschäft oder wenn man doch mal mit den Kids unterwegs ist. Die können das ja nicht ganz so einteilen, wie wir es machen. Genau. Und sehr gut auch, wenn man einen Bus hat oder ein Auto, da kann man sogar Raststätte und so weiter. So, dann haben wir hier vorne die Campingbox, die haben wir eben schon gehabt. Und da würde ich dich mal gerade bitten, wenn du das Campingmaterial mal drüben ein bisschen aufbaust. Ja. Der Günther holt mal gerade den Wechselrichter nochmal runter, den genau. Brauchen wir jetzt nicht. Ja, schafft er alleine. Alles klar, dann machen wir das mal. So, und hier haben wir jetzt so einen typischen, was brauche ich alles zum Campen.de. Also Campen.de, ganz klar. Aus meiner Sicht der Klassiker, in welcher Form auch immer. Von x Herstellern kennen wir den alle, ne? So, das ist jetzt die... Einfachst, aber gut. So, die wahrscheinlich interessanteste chinesische Marke der Welt, ja. Maxun Transportabler Gaskocher. Die haben sogar Deutsch geschrieben. Aber das, ich finde die super, weil du kannst sie hier einfach anklicken und dann sind die an, ne? Ja, sitzt du nicht. Kostet, glaube ich, 20 Euro. Ich glaube, ja. Also mich hat der gar nichts gekostet, weil den hat mir ein Freund geschenkt. Okay. So, dann Gaskocher, der funktioniert mit so Gaskartuschen, zeig mal gerade. Ja, genau, diese Gaskartuschen, die sind da drin. Haben 1 Euro gekostet, kosten jetzt, glaube ich, 2 im Internet. Du hast die, glaube ich, auch im Angebot, oder? Genau, wir haben die auch im Programm. Es gibt ja neben diesen klassischen Kochern gibt es auch so kleine Campinggrills, die wunderbar dafür funktionieren. Ne? Kann ich auch gerade für Anfänger empfehlen. Guck mal, die legst du einfach nur hier rein, dann machst du dazu, dann wird das runtergedrückt und schon, jetzt haben wir hier viel Durchzug, da ist er an. Also einfacher geht's nicht. Schön, also damit kann ich jetzt kochen. Dann hast du, was ist da noch drin, so Besteck und so? Ja, was habe ich hier alles? Auch ein lustiges Teil, das ist ein Campingtoaster. Campingtoaster? Funktioniert auf Gas, den kennen viele nur gar nicht mehr, den gab es früher immer. Kennst du den, Günther? Ich kenn den, ja. Campetoast, funktioniert gut für Aufbackbrötchen. Hervorragend, kann ich nur empfehlen. Kranker Scheiß, habe ich noch nie gesehen. Nein? Das da ist aber geil, weil ich habe das nämlich immer... Das ist sowas, ich mache Sachen, die man, das sind auch wie Ovomos, einmal kaufen, hält ewig. Ja, ich habe das, 30 Jahre. Du weißt, was ich mal gemacht habe. Ich habe eine Pfanne genommen und habe da 3 Gabeln und Messer draufgelegt. Das geht auch, wenn du gar nichts hast. Ja. Ja, das ist auch, das muss nicht immer kompliziert sein. Außerdem muss es auch nicht immer schwer sein. Das Ding hier wiegt ja nichts. Weißt du? Das ist ja... Waschen, wie gehst du damit um? Zum Beispiel Wasser, da gibt es so transportable Kanister. Ja. Die hast du, glaube ich, auch bei dir im Zubehör, gell? Genau, haben wir auch bei uns, ja, selbstverständlich. Also das kann man alles machen und damit können wir losgehen. Viele können dann freistehen für 1-2 Tage. Man kann drin pennen in dem Auto. Du kannst alles machen. Das ist jetzt der Tisch, auch optimal, wenn ich mal 15. Geburtstag habe, der DJ kommt, da kann ich was hinmachen. Das kann ich enorm belasten, wir haben es ja eben gezeigt. Ja. Also das Zeug ist cool. So. Jetzt packen wir das alles da drauf. Einmal Camping. Einmal Camping. Im Übrigen auch so eine Sache, die ich beim Camping immer dabei habe. Diese Dinger, ich liebe sie. Ohne Alufolie gibt es kein Campen. Für alles Mögliche. Was sind das? Nee, kenne ich nicht. Was ist? Folienabreißer. Ein Folienabreißer. Die haben dieser Vorführeffekt. Ich liebe das. Und dann? Du kannst die Folie vernünftig abreißen und die wickelt nicht auf während der Fahrt. Du kennst das, es geht aber nicht mit Frischhalt, oder? Bitte? Mit Frischhaltefolie geht es nicht. Gerade da. Ach, das geht auch für Frischhaltefolie. Wir können hier alles verkaufen. Aber da spielt es erst richtig aus, weil wir wissen alle, wie das schwierig ist mit der Frischhaltefolie. So, zack, fertig. Ist das aus dem Teddy oder wo kommt das her? Du, die gibt es von 2 Herstellern. Der eine... Weiß ich gar nicht, was das hier ist. Das ist auch irgendwie so eine... Ich glaube, die waren mal aus dem Aldi. Aus dem Aldi, okay. Ja, aber es gibt sowas.
Kannst du? Weil ich habe jedes Mal einen Wolf, reiße ich mir und mache die Alu, die Frischhaltefolie kaputt. Alu geht ja noch. Also wenn du da die dicke Folie hast. Auf, das ist das Dusselige und das passiert hier nicht. Weißt du, wenn du die in der Schublade hast, in der Tüte, dann hast du hinterher immer so eine Flüdelrolle. Zeig doch mal gerade Salz und Zucker und da komme ich ja nicht drüber weg. Gut, so, ne? Da, das sind jetzt ganz normale Brausetabletten-Dinger. Ja, genau. Magnesium war da drin, ne? Und da ist Salz und Zucker drin. Salz, Zucker, Fischgewürz, da kommen wir wieder zum Angler. Ne? Und das hält dicht? Das hält hervorragend. Das ist besser als jedes andere, finde ich zumindest. Krank. Krass, habe ich krank gesagt. Mal, so, den habe ich, glaube ich, vor 20 Jahren auf Sardinien mal geschnitzt. Der ist ganz lustig, der ist für eine Pfanne. Da gab es die ersten Teflonpfannen, der durfte nicht reinrutschen in die Pfanne. Also meine Frau schimpft immer mit mir, wenn ich mit Kratze in der Teflonpfanne. Also das Ding, das hat so viel Kilometer auf der Uhr wie nichts anderes. Okay, so, jetzt kommen wir zur Weltneuheit. Denn Olaf wäre nicht Olaf, wenn er ein neues Zubehör erfunden hätte. Ja. Jetzt haben wir. Ach komm, wir machen das. Sollen wir es wieder drin machen? Ist eigentlich. Ja, drin. Drin ist gut, denn. Denn viele Leute haben ja das Problem, die möchten auch mal einfach nur mal mit dem Handy die Nachrichten lesen oder irgendwas anderes machen. Also es ist so, mir war als erstes, wenn man hier mit, warte mal eben, ich muss gucken, ob die Kisten runterpasst. So, mir war als allererstes, als ich losgefahren bin, hat mir auf dem Bett eine Rückenlehne gefehlt. Eine Rückenlehne? Ja. Du sitzt auf dem Bett, du kannst dich zwar hier dran lehnen, ne? Aber mir hat eine Rückenlehne gefehlt. So. Und jetzt. Das hatte ich eigentlich schon von Anfang an auf dem Schirm. So, das ist das Endprodukt. Da gibt es auch noch ein Wording zu, oder? Da gibt es ein, genau, das ist, wolltest du das sehen oder nicht? Ja, wenn du es da hast gerade. Also du hattest einen Prototypen gebaut, das ist jetzt schon das gefräste Endprodukt. Da drüben liegt der Prototyp und du hast ja überlegt, wie muss eine Lehne aussehen? So hat das mal angefangen. Siehst du, das habe ich mal mit 3D gedruckt und dann hatte ich grundsätzlich die Idee, dass ich wollte, dass man hier eine Rückenlehne reinmachen kann, ne? So, dann kannst du hier das Rückenteil dran machen und dann wollte ich das auch noch so machen, dass man so rum als Liegefläche nehmen kann. Mhm. Es hat, ich weiß nicht, wie viele Schritte gegeben, was funktioniert hat und nicht funktioniert hat. Am Ende rausgekommen ist diese Form. Das ist jetzt die Form, die es bringt, weil die kann man hier locker reinfallen lassen. Mhm. Ne? So, ich zeige das mal von der Seite. So, ich lasse jetzt also dieses Teil hier hinten reinfallen. So. Und dann kommt dieses Teil auch hier rein. Dann brauche ich einen Womo. Der kann hier einfach aufgesetzt werden, siehst du das? Mhm. So. Und der verkantet sich jetzt hier. Warte, ich sollte nicht mit dem Kopf in die Kamera, aber geht nicht anders. So. Und jetzt habe ich hier eine Rückenlehne. Das sieht relativ wackelig aus, ja. Aber wenn das Ganze belastet ist, dann hält es. Ach so, durch die Belastung kriegt das Stabilität. Das heißt, hier ist jetzt, so, jetzt kannst du hier drauf sitzen und hast eine vernünftige Rückenlehne. Ja, so richtig spannend wird es, wenn du es einmal drehst, glaube ich. Ja. Man kann es nämlich in einen anderen Winkel bringen. Und dann hat es nämlich einen netten Vorteil. Man kann aber auch das zum Beispiel gegen die Tür machen. Mach mal gegen die Tür, dann wird es noch mal klarer, weil so gegen die Tür, wenn du es mal gerade ganz zurückdrückst und jetzt mal gegen die Tür sitzt. So, dann zeige ich dich mal gerade, wie du darauf sitzt. Ja. Einfach mal hinsetzen. Und wenn du mal gerade die Ovomo mal verlängerst, um eine Kiste mal. Ja. Ich erzähle dir auch gleich, was ich vorhab. Die eine oder andere. Da hinten ist noch eine drin. Die brauchst du nicht abbauen. So, da ist noch eine Kiste. Hier wird übrigens gearbeitet gerade. Dankeschön. So, vorne eine Kiste. Und da kannst du jetzt einen Teil nochmal drauflegen. Noch ein. Da haben wir, okay, ist da, sehe ich gerade. Da kommt's. Und jetzt mal bitte ein Dreierelement. Das hast du ja wahrscheinlich auch genauso gedacht. Genau so ist es gedacht. Ich habe, das passt jetzt exakt. Das heißt, ich habe entweder passt das Dreierelement 1000%ig. Genau so ist es ausgelegt. Ne? Das heißt, du kannst jetzt hier mit Füße hoch, wenn du Bock hast, drauf hocken. Oder eben das Zweierelement als Sessel mit den zwei Dingern. Und dann hast du halt einen Sessel zum Frühstück. Okay, Sessel zum Frühstück, das ist gut. So, jetzt kannst du das Ganze noch drehen und kannst den Winkel, glaube ich, noch flacher machen, oder? Nein, bei dem nicht. Bei dem nicht. Das hat sich nicht bewährt. Fertig. Die Idee hatte ich, die habe ich aber verworfen. Mhm. Ist einfach so. Wenn du mal gerade das Ding nochmal um 90 Grad drehst mit der Richtung Trennwand,
Guck mal hier. Jetzt um 90 Grad wegen der genau. Breite. Warte mal eben. Dann müssen wir hier erstmal wieder. Das ist krass mit dieser formschlüssigen Verbindung. Du kannst alle Boxen zusammenschieben. Ja. Also es ist, die halten auch, oder? Ja, du schiebst es. Siehst ja, Olaf packt an einer Ecke, drehst es rum und fertig. Ja. Ne? Total entspannt. Sag mal, Olaf, gab es schon Leute, die gesagt haben, ich brauche das nicht fürs Camping, ich baue mir die Möbel zu Hause damit? Ja. Gab's schon? Ja. Soll ich Gästebett, oder? Ich habe sogar, einen Tiny House Hersteller, der angefragt hat, die in seine Häuser eventuell dauerhaft zu verwenden. Also das heißt, du kannst damit zum Beispiel jetzt ein Gästezimmer machen, kannst damit ein Riesenbett machen, ja. Wenn du sie nicht brauchst. Du könntest sie draußen benutzen. Dazu müsste man allerdings den Stoff Outdoor machen. Das wäre wahrscheinlich auch noch möglich. Müsste man mit dem Hersteller reden. Ja, aber dann müsstest du auch die Deckel, die sind ja nun mal auch jetzt nicht Outdoor, sind nicht behandelt. Also es ist schon was für einen Innenbereich, das würde ich so sehen. Ne? Okay. Also du kannst dich natürlich drauflegen. Die normale Bettwäsche oder draußen Sessel holst du ja auch immer rein. Also auch die Leute, die sich Europaletten-Sachen bauen, die sind ja alle nicht dafür geeignet eigentlich. So, jetzt hast du noch einen halben Deckel hast du noch. Wenn du mir den mal kurz erklärst. Ja. Denn da ist noch eine Besonderheit, die haben wir noch nicht gezeigt. Das ist dieser kleine Deckel hier, der ist hier. Eine Sache noch zu den Betten sagen. Ja, zu den Betten, ja. Was auch ganz interessant ist, ich habe tatsächlich ein paar Leute, die schwergewichtig sind. Und die nehmen das als Bettgestell, weil das Ganze so robust ist und die Matratze nicht durchhängt. Die haben große Schwierigkeiten, sich Betten zu kaufen. Was heißt denn schwer? So 200 Kilo? Du, das frage ich dann nicht. Aber du merkst, die Leute fragen, sagen sie mal, was hält denn das aus? Und dann sagen die dir, ja, sie hätten sehr, sehr viel Gewicht und wissen nicht, wo sie vernünftige Betten herkriegen sollen. Und dann sage ich das denen, ist kein Witz, Leute. Nein, das ist kein Witz. Das ist tatsächlich eine Problemlösung. Also die Leute haben das Problem, wenn die ein gewisses Gewicht haben und dann zu zweit am besten noch in einem Bett liegen wollen, das hält, die haben echte Schwierigkeiten. So. Die haben normale Lattenroste. Überleg mal, das sind dann 400 Kilo auf einem normalen Lattenrost, das bricht dann durch, oder? Ja, das hängt durch. Ne? Ja. Und für die ist das echt eine Alternative. Also ich habe das am Anfang gar nicht, weil ich musste dann erst fragen, weil die Leute fragen, ja, hält es dies, hält es das? Und dann denkst du, was haben die da vor? Ne? Mhm. Ja, ganz normale Dinge. Aber eben, die sind halt selber ein bisschen schwerer. Ne? Preis hier von dem Winkel? Weiß ich noch nicht. Die habe ich gestern erst fertig gebaut. Ah. Die sind, also ist tatsächlich so, dass die Preiskalkulation mache ich jetzt und die wird man auf der Webseite sehen können. Ne? Also im Prinzip da oben der Deckel liegt bei rund 60 Euro. Genau. Da wird der Winkel wahrscheinlich keine 200 kosten. Ne? Nein, 200 wird er nicht kosten. Also ich versuche das natürlich so günstig zu machen wie möglich. Ne? Aber wir hatten so viele Prototypen, bis die endgültig jetzt also wir haben uns jetzt wirklich sehr, sehr beeilt, weil ich dir die gerne zeigen wollte, dass die endgültig fertig sind, weil da bin ich schon lange dran und ich habe tatsächlich noch keine wirkliche Preiskalkulation. Okay, kommt also noch. Also aber ich denke mal, wenn wir das Video ausstrahlen, wird es die auch zu kaufen geben. So, und das sind die Halbdeckel, beziehungsweise das ist jetzt ein Deckel in zwei Teile geteilt, glaube ich, zwei Drittel, ein Drittel? Den habe ich gebaut, das nenne ich das Ausgleichsset. Ja? Okay. Das zeige ich mal eben, ich nehme mal wieder die Matratzen weg. Dann müsste ich meiner Frau mal geben, so ein Ausgleichsset. Ja, das, genau dafür ist es gedacht. Da kann ich. Jeder einen Deckel und der mit dem größeren hat den Ausgleich. Dann sind wir vollkommen ausgeglichen, wir zwei. So, zeig mal bitte. Ja, also das Ausgleichsset ist im Grunde genommen nichts anderes als ein großer Deckel, der entsprechend geteilt ist. Ja? Zusammen gibt der wieder einen Deckel. Ja, so, das ist schon mal klar. Zusammen gibt das einen Deckel. Ach so, damit ich da gut rankomme. Bei dem Beispiel. Also wenn ich jetzt eine Matratze drauf habe oder will an eine Ecke mal eben dran, dann kann ich da natürlich auch dran. Ne? Das ist aber nicht der Hauptgrund. Ne? Das ist nicht der Hauptgrund. Es gibt manche Konstellationen, je nachdem, wie man das hier stellt, in verschiedene Ecken, ja, dass man dann denkt, boah, wenn ich jetzt so einen hätte und den in die Lücke legen könnte, dann wäre es ganz optimal. So, jetzt hast du hier vorne, hast du zum Beispiel, da gibt es keine Lösung für den Radkasten, oder? Das heißt, da müsstest du quasi das Bett auf der anderen Seite bauen. Ja, du meinst jetzt eine Radkastenüberbrückung? Ja. Ja, liegt in Norwegen im Container. Habe ich gebaut, ausprobiert und für nicht gut befunden. Ist okay. So. Hast du weggeworfen. Ja, weil du kannst sowas bauen, du hast aber immer, wenn du es nicht brauchst, irgendwie so ein Brett und ein Teil in der Ecke liegen, was du nicht verwendest. Mhm. Das stört. Und wenn die Matratze da so ein bisschen rüberragt oder so etwas, das ist völlig egal. So, ich zeig mal gerade. Wenn du mal gerade ein Beispiel zeigst, wo man so ein Drittel verwendet. Ja, ich schiebe jetzt mal diese hier einfach mal so durch. Ne? So, wir machen jetzt ein einfaches Beispiel. So, ich kann die ja jetzt so verschieben und ich habe jetzt aus irgendwelchem Grund bleibt hier
Also ich will zum Beispiel hier die Ecke offen lassen. Da ist zum Beispiel der Wasserkanister, damit ich immer rankomme. Genau, die will ich offen lassen. Ja, das wäre eine sehr gute Idee. So kann man das machen. Ich will, oder meine Wasserflasche für die Nacht oder so. Ne? Und ich will jetzt diese Lücke hier zumachen. So, nochmal. Das wäre zum Beispiel, wenn der Radkasten da ist, könnte ich jetzt schon die Boxen so bauen und würde die, die um den Radkasten drumherum genau. geht, die könnte genau. ich dann wieder gerade bauen. Ja, so, und jetzt könntest du dann hinterher so eine Ecke, die hier ist, einfach damit überbrücken. Ne? Das ist ja genial. Ja, ist es. Aber es, ich kann dir sagen, es ist tatsächlich so, dieses Ausgleichsset brauchst du so gut wie nie. Also wirklich so gut wie nie. Ich habe es auch wirklich nur als Ausgleichsset. In der Regel kommst du durch Verdrehen und Neustellen der Boxen ohne aus. Das ist einfach nur, damit man es hat. Ne? Okay, also ich bin überzeugt, überzeugt wäre ich jetzt noch, wenn ich dieses System als Handwerker verwenden könnte. Also wenn man da zum Beispiel irgendwelche Schraubzwingen oder irgendwelche Werkzeuge oder ja. sowas noch einklemmen könnte. Aber das geht nicht, oder? Doch, habe ich auch. Habe ich sogar dabei, wenn ich bloß wüsste, wo ich das verbummelt habe. Wir haben alle Zeit der Welt. Magst du mal schauen? Ich schau mal. So. Wir haben... Da kann ich mich nämlich unter Umständen noch... Warte mal, Günther, ich glaube, wir müssen mal hier... Guckst du mal eben, ob hier so Zwingen drunter drin sind? Jo, nimm mal die ganze Kiste am besten runter. Machen wir. So. So, wir haben die ganze Zeit der Welt. Boah, was da draußen abgeht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also was ihr gerade... Hier, da ist gerade Weltuntergang. Also so viel Wind geht gerade. Hinten das Windrad ist auf 180. Da steht uns unser kleiner Morillo. Unser Fahrzeug. Das ist ganz krasser Wind, oder? Habt ihr viel Wind hier im Norden? Normalerweise eigentlich nicht, aber jetzt die letzten zwei Wochen ist schon ordentlich, ne? Gehört dazu. Sag mal, was machen die denn da hinten, da was so laut ist bei dir hin? Wir haben nebenan direkt einen Schrottplatz. Und, krass. Aber der hört pünktlich 16 Uhr auf, ist also alles okay. Alles klar. Ich wollte immer mal ein Video machen, wo ich die Uvomus ein Auto draufstelle. Habe ich echt voll Bock drauf, das wird bestimmt funktionieren. Ein Auto drauf? Ja, sicher. Also per Kran, ne? Ja, klar, mit dem Gabelstapler. So, jetzt, das sind die Dinger hier, oder? Achso, genau, das ist jetzt hier, das sind so Beispiele, was man, weil das ist immer wieder so eine Frage, was macht man mit den Löchern? So, du bist jetzt Heimwerker und hast dir die Uvomus genommen als Arbeitsbank. Genau, so, und ich will jetzt irgendwas drauf festmachen, dann gibt es hier verschiedenste Dinge. Das ist für viele, die das nicht kennen. Es gab früher von Black & Decker und so, gab es, wie heißt es? So Arbeitsbänke, die auch Löcher hatten. Ne? Und diese Löcher haben das gleiche Maß. Die haben 20 mm Durchmesser und sind im Raster von 20 cm. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel hier, das ist so eine Klemmbacke, die gibt es von verschiedenen Herstellern. Ne? So, die könnte ich jetzt hier, wenn ich hier jetzt zum Beispiel was absägen will, dann kann ich das hiermit festmachen. Ne? So, da hast du hier schon mal. Echt? Ja, ja. Das ist, also das geht natürlich mit längeren Teilen wesentlich besser. Wenn du das heißt, ich könnte damit auch Sachen fixieren während der Fahrt, wenn ja. ich, das würde gehen. Ja, das geht. Ne? Wobei, das ist jetzt also keine Ladungssicherung, ne, für die Fahrt. Nee, ganz klar, aber wenn ich jetzt am Campingplatz von A nach B fahre. Ja, kannst du was drauf machen. Ne? Ich muss mal gucken, was ich da sage. Gut, dann weiter. Ist hier eine Schraubklemme? Das sind Schraubzwingen, die kennt man auch. Ne? Das sind, ich hole mal eben, warte mal, ich werde mal eben, Günther, holst du mir mal die Latte da hinten? Das kriege ich hin. So kann man das wieder losmachen. Okay, also die Teile, sagst du, kriegt man überall, die sind genormt. Im Baumarkt, ja, in jedem Baumarkt. Das läuft unter, wie heißen die, Niederhalter heißt das. So, du wirst aber mal einen Link machen, also das war vielleicht auf deiner Seite, dass wir sehen, ja genau, weil die Leute... Ja, müssen wir mal gucken. Das ist lieb. Und jetzt, wie kriegt man das fest? So, und das sind ganz normale Schraubzwingen, die sind auch für solche Löcher gedacht. Ne? So, du kannst das eben auch dann hier mit einer Schraubzwinge was drauf festmachen. Ne? Das ist doch genial, oder? Das ist super. Das ist professioneller. Absoluter Allrounder, ne? Das heißt, die passen da. Da wäre ich aber, ich hab mir jetzt dreimal überlegt, wie kommt die Schraubzwinge da durch? Das sind spezielle Zwingen, die sind dafür. Also in dem Fall, das sind welche von der Firma Festool, kann ich auch sagen. Die sind für diese Schienen, du weißt, das sind Führungsschienen, Anschlagschienen und so weiter. Aber das ist ein gängiges System. Ist das Ding jetzt fest? Richtig? Das ist richtig fest, ja. Das heißt, du könntest theoretisch die drei Deckel hochheben. Zwei zumindest mal. Den mittleren nicht. Den mittleren nicht. Ne? Krass. Das könnte man natürlich auch machen. So, jetzt hast du noch was Besonderes, denn die Uvomus braucht man ja nicht die ganze Zeit und dafür hast du etwas ganz Geniales auf dem 3D-Drucker zunächst. Sind die immer noch auf dem 3D-Drucker gedruckt? Nein, die sind jetzt die Transporthülsen.
Die Transporthülsen. Die Transporthülsen. So. Oh, die haben mehrere Funktionen. Die haben jetzt noch eine Funktion mehr. Das hängt aber hier mit der Latte zusammen. Da kommen wir gleich zu. So, also einmal ist es so, dass die Transporthülsen, die habe ich ursprünglich habe ich die auf einen 3D-Drucker gemacht. Dann sieht man, das ist ein 3D-Druck hier. Also ich entwickle vieles auf dem 3D-Drucker, um es erstmal auszuprobieren, bis ich weiß, ob es funktioniert. Ne? Mhm. So, und dann habe ich die auch am Anfang auf dem 3D-Drucker gemacht. Ist der 3D-Drucker aber nicht mehr hinterhergekommen. Also habe ich mir eine Firma gesucht, die mir die in Spritzguss fertigt. So sehen die heute aus. Ist das teuer, so eine Form? Ja, tatsächlich. So eine Form kostet, also nur die Spritzgussform, ungefähr 5.000 Euro. Echt? Und dafür, und wenn du einen Fehler gemacht hast, nochmal 5? Richtig. Richtig. Also du musst, die ersten 10.000 Hülsen sind richtig teuer. Die Leute meinen immer, das sind so Dinger. So eine Hülse kostet, also kann ich dir sagen, die kostet im Einkauf einen Euro. Fertig. Das ist, man denkt, das ist so ein olles Plastikteil, aber es wird in Deutschland produziert. Das muss ich auch ganz klar sagen. Also Da hast du ja schon was so gesagt, Günther. Ne? Hast gesagt, in der Marge liegt der Gewinn. Ja, das ist einfach so. Trotzdem finde ich es gut, dass Olaf es durchzieht, alles in Deutschland fertigen lässt. Wird wahrscheinlich nicht jeder so machen. Nee. Ja. Okay, so, dann. Da kann ich auch sagen, bin ich nämlich auch mit zufrieden. Firma Priomold heißen die. Priomold oder Primold? Jetzt muss ich. Aus Bayern. Sehr gute Arbeit. So, das sind jetzt Hülsen. Was haben die für einen Zweck? Also die haben, wie du siehst, die haben hier so eine Kante. Die rutschen jetzt hier nicht durch. Siehst du das? Die sind genau. Die kann ich in zwei Richtungen reinstecken. Einmal so rum und einmal andersrum. Wenn ich jetzt im Wohnwagen bin oder in meinem Auto bin und will jetzt den Eindeckel zur Seite legen, dass der nicht runterrutscht, dann kann ich den, sitze ich nicht hinterher auf dem Pömpel. Ne? So, und der liegt jetzt also genau da. Das Brett ist quasi verschwunden. Also fixiert. Fixiert. Und wenn ich jetzt mehrere andere, und ich habe das, es ist wie ein Brett und der passt ins System. Warte nochmal, du hast da reingegriffen und du kannst jetzt beide mit einer Hand tragen, ohne dass die verrutschen. Genau, die verrutschen und es trägt sich. Du klemmst dir die Finger nicht und so weiter. Du brauchst wesentlich weniger Kraft, als wenn du das jetzt so drehst. Und du brauchst auch keine vier Hülsen, zwei lang. Zwei lang. Und das hat sogar System. Ha, wer hätte das gedacht? So, wenn ich jetzt diese Hülsen andersrum reinstecke, so rum. Kann man kochen mit. Kann man viele Dinge mitmachen. So, dann, ja, kann man noch, aber das zeigen wir auch noch. Jetzt kann ich drei Stück übereinander legen. Ja? Drei Stück ist das Maß, wofür die Hülsen gedacht sind und die sollen auch rausgucken. Und zwar ist es deswegen so, jetzt habe ich noch ein Paket. Die wiegen, das ist 9 Kilo jetzt das ganze Paket. Unter 9 Kilo. Weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn etwas leichter ist, dann trägt man es gerne. Also wenn das so schwer ist. Genau. Bei den Powerstations, weil du hast Powerstations mit 28 Kilo, 2 kW und dann gibt es welche mit ungefähr der Hälfte, 15 Kilo, die haben dann irgendwie nur 1,2 kW. Und die Leute sagen, oh, ich brauche maximale Leistung, heben sich aber am Bruch. Das ist wirklich so. Man muss immer genau wissen, wie es ist. Das heißt, du könntest theoretisch noch eine drauf machen irgendwie. Ich könnte. Nein, hier jetzt nicht. Und zwar deswegen zeige ich auch. Ich hole mal noch drei Deckel. Weil ich glaube auch die Hand, die wird dann zu kurz mit den Fingern. Weil genau, das Übergreifen wird einfach nicht mehr praktikabel, ne? Und wenn du jetzt guckst, ist es entspannt, die Hand passt genau rein. Es hat alles Hand und Fuß, oder? Was er macht? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das macht ja auch so Spaß. Der Olaf. Du weißt noch unser Video mit Kabel aufwickeln? Ja, das war. Guck bitte im Internet nach. Er hat ein Video gemacht, wie man richtig Kabel aufwickelt. Das war ja ein bisschen provokativ irgendwie von dir, aber man muss sagen, das Video ist sehr gut angekommen. Ne? Hast du es auch gesehen, Günther? Ja, ja. Das ist mal lustig, ne? Und vor allen Dingen Sven abends, egal. Er sagt, wie geht das? Du kannst jetzt versetzt stapeln. So, genau. Deswegen macht man die auf einer Seite. Du hast jetzt hier zwei Pakete und dadurch, dass wir die versetzt stapeln, habe ich hinterher auch einen Stapel, der in sich hält. Okay, der fällt nicht um, Kleinkind zieht dran. Der verrutscht nicht und so weiter. Ne? Und ich kann das Ganze schön aufeinander stapeln. Und wenn ich überlege, das sind jetzt hier schon sechs Stück, nochmal vier drauf, dann habe ich im Grunde, ich sage immer so, 10 Deckel reicht für so einen Ausbau komplett. Also passt fast in jedes Auto, 100%. Ich würde auch nicht mehr nehmen, ehrlich. Viele sagen ja immer, so viele. Da passen auch 14 rein, brauchst du aber nicht. Du brauchst immer noch Platz für die Füße. So, du bist aber nicht böse, wenn jemand 20 kauft. Nein, überhaupt nicht. Ich verkaufe auch gerne mehr. Aber ich will auch sagen, wie es ist. Das ist so, weißt du? 10 sind optimal. Aber gab es schon Kunden, die erstmal eingekauft haben? Ja. Echt? Ja. Warum? Keine Ahnung. Ich glaube, es gibt schon ein paar Leute, die versuchen, es nachzubauen. Also das ist. Viel Spaß. Also kann ich euch nur sagen. Kann sie ja machen. Denn, ich habe ein paar Leute, das weißt du, du denkst da, was macht der mit einem Deckel? Ich denke,
versuchen nachzubauen. China, aus China. Aber muss nach China ja, schicken. Kopie ist, wie heißt man, die größte Form der Ehre oder sowas? Der Anerkennung. Der Anerkennung. Also insofern, ne? Aber ich habe auch, was auch ist, ich habe auch ganz viele Schreiner, Tischler, die auch bestellen. Also und wenn die sagen würden, hör mal, das lohnt sich nicht. Oder hast du ja ganz oft so, dass also selbst Banken mittlerweile die Finanzierung nicht mehr selber machen, sondern Easy Credit von der Volksbank geben die ab an eine Konzerntochter, weil sie gesagt haben, das können die besser als wir. Oder das Thema Bike Leasing, das machen ja Leasingfirmen und mittlerweile kannst du bei Banken im Saarland Bike Leasing machen für die Mitarbeiter. Witzig, oder? Macht die Bank nicht, sondern eine Bike Leasingfirma. Ja, ist eigentlich total verrückt, ne? Aber die haben sich darauf spezialisiert, ja. Genau. Wenn du darauf spezialisiert bist, warum soll es jemand anders machen? Und ich glaube tatsächlich, die Grundidee, das nachzubauen, am Anfang denkt man sich, man macht eine Schablone, baut es nach. Aber wenn man dann die feinen Fräsungen anguckt, mit unten drunter, dass man diesen Versatz hinbekommt, ich glaube, dass es nicht schaffbar ist. Und am Ende, wenn so ein Deckel 59 Euro kostet und du brauchst aber 5 Stunden, um ihn nachzubauen. Brutto, inklusive Steuer. Genau, inklusive Steuer. Und brauchst 5 Stunden, um ihn nachzubauen und hast dann eine schlechtere Qualität, macht es halt einfach keinen Sinn. Es ist ja auch immer so, die denken ja immer alle so schnell, dann nehme ich mal eben den Kopierfräser. Aber du kannst ja mit dem Kopierfräser, kommst hier nicht rein. Dann hast du hier ganz enge Radien. Du musst ja, ein Kopierfräser, der hat unten ein Kugellager drin, ne? Und ja, so. Ne? Also das ist gar nicht so einfach. Also da muss schon einer... Das muss ja auch auf einen Millimeter passen, die Löcher allein. Ja, du hast ja gesehen, was du alles mit machen kannst. Dann geht es ja noch weiter. Holz ist ja hier das optimale Material. Das ist so zäh, da, ich glaube, kein Kunststoff wird das mitmachen. Ne? Vor allen Dingen, das waren auch alles Ideen. Wir hatten das auch mal, oder ich hatte das vor, auch im Spritzgussverfahren, so wie diese Hülsen sind. Ne? Bei den Hülsen kannst du das machen, aber wenn das, also Spritzgussverfahren ist immer eine thermoplastische Geschichte. Und wenn du das dann in Kunststoff machen würdest, und der Wagen wird richtig heiß, da möchte ich nicht mehr drauf liegen. Also da können und der Gestank auch, muss ich überlegen, das dünstet ja aus mit allem drum und dran. Das hier ist ein Naturmaterial, sag mal, der Kleber selber, hast du den irgendwie zertifizieren lassen, der dazwischen ist? Nee. Nein. Also das heißt, stinkt das drin? Das ist ja ein fertiges Produkt, was wir einkaufen und nur verformen. Aber es stinkt nicht, worauf ich hinaus will. Also wenn du reingehst und es riecht nach Holz? Ja, es riecht nach Holz, nach Buche, um genau zu sein. So, du warst auf der Messe in Essen vor kurzem, wann war das? Ja, 3 Wochen jetzt her, ne? Ja, genau. Da hast du das Ding gezeigt. Haben die Leute kapiert, was es ist? Ja, ich war total überrascht. Es waren auch mehrere Kunden, die gekommen sind. Mensch, das habe ich bei German Television gesehen. Jetzt können wir das mal in Natur anfassen und fühlen. Und das ist ja auch genau der Grund, warum Olaf und ich das machen. Also Olaf hat den Online-Shop weiterhin. Zu uns kann der Kunde kommen, kann es anfassen, kann es ausprobieren. Wir haben es als Theke aufgebaut. Ja, die Leute waren einfach größtenteils begeistert, ne? Und die Resonanz ist richtig, richtig positiv. Das, ja gut, du verdienst ja nicht die Welt daran, muss man fairerweise sagen, weil das ist ja ein Zubehörartikel wie jeder andere. Aber ich kann mir vorstellen, du bist wahrscheinlich Mitglied im Einkaufsverband, oder? Der sowas wahrscheinlich auch noch nicht gesehen hat, oder? Nee, tatsächlich nicht. Also das ist auch der Zulieferer kam und sagt, was ist das? War da sehr interessiert dran, klar. Und dann stellt man den Kontakt her. Und dann ja, es gibt ja eine Patentanmeldung, da kann man ja sicher nicht wenden. Ja, allerdings, es ist aber Endkunden kalkuliert, oder? Ja, und das ist auch, also das wird, so wie das aussieht, wie der Günther das exklusiv hier verkaufen und das war's. Also ich habe keinen vor, nicht da einen Handel mit, also dass du das jetzt überall irgendwo... Zeig mal gerade die geölte Version, dass du mir die nochmal bitte holst. Die steht ja da vorne an der Wand, dass wir die sehen. Ich wollte noch zu Ende bringen. Wir hatten ja, das war vorhin diese Sache, dass ich hier gesagt habe, das sind jetzt 6 Stück, die haben wir mal eben getragen. Und wenn wir 10 Stück brauchen, dann hat der ganze Lageraufwand, das sind gerade mal 18 Zentimeter, die es wegnimmt, wenn es weg ist. Ja. Du brauchst dafür keine Garage. Das IKEA-Prinzip. Ja. Okay, verstehe. So, die geölte Variante. Die geölte. Wie lange hast du daran rumgeölt? Oder brauchen wir da Ölmeister? Nein, dann nimmst du einfach Öl, ölst das einmal ein, lässt es ein bisschen einziehen. Nicht zu lange, weil sonst wird man muss das dünn einölen, damit mit dem Lappen runter, durchziehen lassen. Ist das Livio? Was hast du genommen? Nein, es geht tatsächlich auch mit Olivenöl. Das bleibt dann aber dauerhaft fettig. Das ist irgendwie ein Küchenarbeitsplattenöl. Da sollte man dann allerdings drauf achten, wenn man dann hinterher mit dem Messer drauf rumschneidet, weil da gibt es tatsächlich essbar und nicht essbar. Aber nicht da sparen, geht zum Fachhändler. Da gibt es also wirklich gute Materialien, die da sind. Wie oft ist das denn einzuölen, wenn es einmal eingeölt ist? Eigentlich nur einmal. Einmal überhaupt? Einmal nur überhaupt, ja, fertig. Also, nein, ach so, du meinst jetzt beim Herstellen? Nein, wenn du jetzt, ich kenne das bei meinem Tisch zu Hause, da muss ich einmal im Jahr ölen, weil der so stark benutzt wird. Ja, das ist, wenn man ständig kleckert, muss er öfter ölen. Nein, also... Okay. Nein, also ich überlege noch, ob wir das Video senden. Also du hast ja schon bezahlt. Ja, deswegen. Nein, alles gut. Ja gut, du kannst, also das ist ja auch der Vorteil beim Öl, du kannst nachölen. Du kannst mit nachlackieren, ist immer ein bisschen schwieriger. Das hier kannst du, wenn da Macken drin
drin sind oder was, ein bisschen anschleifen, neu ölen, wieder wie neu. Also ganz ehrlich, es ist eins der natürlichsten Materialien und schön, das Coole ist dabei die Langlebigkeit, das wird man wahrscheinlich vererben. Ja. Das wird niemand wahrscheinlich in den Ofen stecken und abbrennen, weil die Euroboxen wird es noch geben, vielleicht demnächst aus Holz, weil ganz viel wird hier das Thema Mikroplastik, dann will ich nicht wissen, was im Spritzgussverfahren das für eine Energie kostet, um diese Zähigkeit und diese Belastbarkeit hinzukriegen, oder? Ja, also ich glaube, die Eurobox wird so schnell nicht abgeschafft. Also weil du musst ja auch über so den Gegenwert, so eine Eurobox, die hält ja ewig. Mach sowas mal aus Holzdeckeln, Holzkisten, die halten nicht ewig. Weil so eine Kisten, auch die gelben da, die sind aus dem Kühlhausbereich. Das sind diese Metzgerkisten. Das würde auch gehen. Mit ja, die gehen auch alle. Zeig mal bitte, dass ich das mal sehe. Es gibt sogar Euroboxen, die du vorne öffnen kannst. Das können wir gleich mal zeigen. Daraus kann man nämlich sogar richtige Behältnisse machen. Also, wenn ihr diese Kisten nicht braucht fürs Camping, dann haben die ein zweites Leben. Und so, das ist jetzt eine Metzgerkiste. Sag mal, die gibt's auch in Rot. Ist natürlich jetzt nicht so hygienisch, wie der Metzger das braucht. Nein. Aber dafür ist er nicht gedacht. Aber es gibt jede Kiste. Da gibt es auch Fleischerkisten, glaube ich, da passt. Was auch interessant ist, du hast ja vorhin die leckeren Brötchen gegessen von meinem Bäcker, ne? Der war auch begeistert, weil er gesagt hat, der hat ja auch die Brötchenkisten und der kann im Zweifelsfall auch die Deckel da oben drauf machen. Ist das mit dem Netz an der Seite, diese Brötchenkisten? Genau, ja. Diese, die offenen, aber du kannst dann auch den Kuchen noch transportieren. Obendrauf. Obendrauf, ohne dass er runterfällt, ne? Weil du hast wieder noch eine weitere gerade Ebene. So, du hast einen Betonhandel. Was macht ihr? Eine Baufirma. Wenn du gerade mal aufmachst, das mal zeigst. Und die Idee kam nämlich zunächst mal gar nicht so aus dem Bereich Camping, sondern die Idee war, dass die Leute nämlich Sachen mitnehmen können, zum Beispiel Werkzeug. Du kennst ja so Firmen wie Würth und so, die bieten ja Ausbauten an. Ja. So, die sind aber oft nicht so flexibel, wie man das manchmal braucht. Die sind doch, ja, ich sag jetzt mal so, das, was wir transportieren und dafür, wo ich es eigentlich ursprünglich gedacht habe, ist für den Handwerker, der grobes Zeug transportieren muss. Also das heißt, wenn du jetzt, ich sag mal, einen Sack Zement oder so etwas, Sack Zement, Farben, dann nimmst du jetzt kein Ausbausystem und steckst das in eine Schublade. Das macht kein Mensch. Das ist viel zu schade, da einen Eimer Sand reinzuschmeißen. Ne? So, das ist so diese. Und du kannst eben diese Kisten mit rausnehmen. Die Sachen sind da drin. Auch angebrochene Säcke und so weiter. Und kannst das auch direkt auf die Rollbretter hier packen, auf solche Rollbretter. Und fährst mit dem ganzen Schisselerweng in das Haus rein. Je nachdem, wo du arbeitest. Ne? Kannst du dann hinterher noch die Arbeitsplatte draus machen. Also dafür habe ich es ursprünglich entwickelt. Und dafür wird es auch bei mir nach wie vor in der Firma genutzt. Mit wachsender Begeisterung. Ne? So, das Ganze gibt es übrigens auf ovomo.de. Ja. Hast du die Preise vor, demnächst anzupassen ein bisschen? Nach Möglichkeit nicht. Also das werden wir sehen. Ne? Also im Moment können wir sie noch halten. Das ist einfach, aber ihr wisst ja selber, was wir im Moment gerade für eine Inflation haben. So, Günther, komm mal mit. Fünfte Generation, Campinghändler nehme ich an. Ja, nee. Campinghandel. Also wir haben angefangen als Hauderei. Was? Hauderei ist klassisch mit Pferd und Kutsche tatsächlich. Haben wir Camping dazu gemacht. Wie nennt man das? Hauderei. Hauderei. Hauderei, genau. Früher bist du mit Pferd und Kutsche, hast Ausflüge hier zum Schloss Kappenberg zum Beispiel gemacht. Dann hatten Bestatter früher keine Leichenwagen. Das heißt, wir haben quasi die Leichenwagen gestellt. Ja. Ihr wart das. Genau, wir waren das. Wie nennt man das noch? Hauderei. Hauderei. So, und das ist einer von euren, hier der Grüne? Genau, das ist einer von unseren, ja. So, das heißt, ihr habt noch Umzüge und Reisemobile. Ist ja interessant, Umzüge und Reisemobile. Ja, es hat sich, also ich bin im Reisemobil groß geworden. Meine Eltern fahren seit über 40 Jahren Reisemobil. Das waren also... Komm, ich zeig mal was ganz Geiles. Du darfst gerne mal weiterreden. Ja, seit über 40 Jahren Reisemobil? Genau, seit über 40 Jahren Reisemobil. Und das war schon echt was Besonderes damals. Also ich weiß, wo wir früher Cuxhaven oder sonst was standen, wir waren die Einzigen und man konnte stehen, wo man wollte. Ne? Ja. So, das heißt, du hast Florium, du hast viele Marken und du hast einen grünen Tesla. Also was gibt's da mal nicht, oder? Genau, wir haben einen grünen Tesla, der ist grün foliert. Im Moment haben wir Großbaustelle hier, deswegen steht alles ein bisschen quer, weil wir am Umbauen sind. Wir erweitern den Platz, die Ausstellung für die Reisemobile. Ja, und haben den Tesla grün foliert, weil bei uns ist irgendwie alles grün. Das ist vor, ich weiß gar nicht, 70 Jahren oder sowas, ist irgendwann mal der Farbton als Hartmann grün und ist hier in der Region auch echt bekannt dafür, genauso wie der Schriftzug, den wir jetzt seit 60 Jahren schon haben. Genau, ja. Und du bist doch ein harter Typ, oder?
Nee, überhaupt nicht. Bin ganz zart beseitet. So ist das. So, ihr vermietet Reisemobile. Also jetzt habe ich es langsam verstanden. Das heißt, ihr macht Umzüge. Ihr habt so richtige Umzugspacker. Genau, richtig, ja. Ja. Wir haben quasi zwei Geschäftsfelder bei den Umzügen. Ist das ein Frauenjob mittlerweile? Nee, da tatsächlich noch nicht. Ist spannend. Haben wir noch nie eine Bewerbung drauf gehabt. Also wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt. Aber weil wir bieten ja auch Packleistungen daneben an. Das heißt, wenn wir Meißner Porzellan oder sonst was verpacken lassen, glaube ich, würde das eine Frau sehr, sehr gut machen. So, sehr gut. Also es gibt ja auch starke Frauen. Nee, war jetzt so eine Zwischenfrage, ob da mittlerweile schon, wie gesagt, in Handwerksberufen und so gibt es ja schon viele Frauen. Das stimmt, ja. Aber bei den Umzügen ist das tatsächlich so massiv körperlich, dass das Power ist. Genau, richtig Power, ja. Sehr anstrengend, muss man sagen. Power, ne? Und Technik, man darf das nicht unterschätzen. Ne? Ja gut, das können ja Frauen. Das stimmt, ja. So, dann machen wir auf. Öffnungszeiten hier 8 bis 12.30 Uhr. Genau. Ihr habt noch Mittagspause. Wir haben noch Mittagspause, damit wir in der Mittagspause arbeiten wir tatsächlich. Leck mich fett, ihr habt eine Mittagspause. Genau, damit wir so ein bisschen abarbeiten können. So, und die tolle Frau, die hier sitzt, wer ist das? Das ist die Frau May. Wir sind ja im Familienbetrieb, das ist meine älteste Schwester. Boah, ist das gemein. Hast du gehört, was er gesagt hat? Ja. Ist meine älteste. Sag mal, ihr macht Umzüge und Camping, ist das jetzt von den Firmen getrennt her oder ist es die gleiche Firma? Das ist die gleiche. Ihr habt eine Umzugs-Camping-Firma? Sozusagen, genau. Sag mal, die letzten 2 Jahre, kamst du überhaupt noch dazu, selber Urlaub zu machen? Nicht mit dem Wohnmobil. Weil die Leute fragen mich immer, du fährst die tollsten Wohnmobile da spazieren und so weiter. Aber ich glaube, wenn man selber welche verkauft, dann muss man nicht unbedingt mit dem Wohnmobil oder in Urlaub. Doch, eigentlich machen wir das sehr, sehr gerne. Ja, aber die waren alle vermietet. Aber es war alles unterwegs. Ah, okay. Ja, leider. Vorname von dir? Jennifer. Jennifer. So, und jetzt, das ist quasi, ja, ihr müsst sparen, deswegen ist das Licht aus, nehme ich an. Genau, aber ich glaube, Jennifer kann das bestimmt anmachen. Da soll es nicht dran scheitern. Wir haben so eine ganz, ganz kleine Ausstellung, einen Shop. Man sieht, Paketdienst war gerade da und hat uns fleißig beliefert. Genau, damit wir auch genug Präsente für unsere Kunden haben, die zahlreich die Autos erwerben. Ne? Ja, ja, das Finanzamt guckt zu, weißt du das selber. Also ja. Wenn die bei dir zu Hause den guten Perbacco-Wein finden, dann musst du den versteuern. So. Nee, tatsächlich, wenn jemand ein Wohnmobil kauft, dann kriegt er so eine Flasche Wein. Genau, ja, wir haben das nicht Wein, wir haben Sekt, Prosecco. Genau, ja, das kriegt quasi jeder Kunde bei uns immer mit beim Kauf und bei Abholung steht natürlich was Gekühltes dann im Kühlschrank. Ich weiß schon, wer gleich eine kriegt. Ja, der, ja. Das ist deine Frau, gell? Das ist meine Frau, genau. Jetzt hast du bald alle durch hier. Da sind wir wieder beim Familienbetrieb. Boah, ihr seid aber krass Familie, oder? Das heißt, also bei euch läuft alles. Sag mal, Camping, da kommst du zu nichts mehr, oder? Die letzten 2 Jahre. Nicht wirklich, nee. Die Leute haben ja teilweise euch die Dinger aus den Händen gerissen. Jetzt normalisiert sich wieder ein bisschen, oder? Ja, so langsam jetzt, wenn die zureden Lieferer noch wieder ein bisschen mehr liefern könnten. Sag mal, hier der Olaf Owomo, ich meine, du warst wahrscheinlich mit in Essen, oder? Ja, klar war ich mit in Essen. Was waren die Fragen von den Leuten bei Owomo? Nix, der hat es sofort erklärt. Ja, genau. Nee. Das habe auch hauptsächlich ich gemacht, tatsächlich. Genau, Achso, du hast gemacht. Ja, genau. Ich hatte mich um die Owomos gekümmert, weil die da ganz, ganz frisch mit reingekommen sind. Jetzt habe ich auch deine Frau kalt von der Seite angequatscht. Ja, die wollte gar nicht aufs Video. Muss sie durch, genau. So, also hier in dem Laden, sag mal ganz genau die Adresse, Postleitzahl. 44534 Lünen. 44534 Lünen, genau. Mit Ü. Ja, mit Ü, ja. So, und das liegt in Westfalen, oder? Genau, ist Nordrhein-Westfalen. Olaf sitzt in Selm, das ist ganz spannend bei uns. Wir sind 44 und der Nachbarort ist 59. Das heißt, nein. Wir haben einen richtigen Übergang bei den Postleitzahlen. Ja? Nein, du willst mich verarschen, die haben eine andere Postleitzahl. Ja, verrückt, ne? Nee. Donnerwetter. Krass. Aber was eine entscheidende Aussage ist, wir sind, ob jetzt den Güntersladen, wir sind von der A1 und von der A2 gerade mal eine Viertelstunde entfernt jeweils. Also das heißt, alle von Norden nach Süden oder von West nach Ost, das ist hier in der Nähe, da kann man anhalten. So, und ganz zum Schluss haben wir uns eine Sache aufgehoben. Was haben wir uns aufgehoben? Das weiß ich nicht mehr. Blau. Ha, blau, genau. Komm, schnell. Jetzt weiß ich's. So, und jetzt müsst ihr aufpassen. Schaltet noch nicht ab, denn das Beste kommt immer zum Schluss. Der Olaf, und da werden wir noch ein kleines eigenes Video machen zu. Der Olaf hat, ich meine, es gibt ja keinen Tag, wo der Olaf nicht einen Tipp hat, der ein ganzes Leben verändern kann. Und Olaf, du hast etwas entdeckt oder hast du mit denen gesprochen und die haben das so gemacht? Ja, ich denke schon. Demnächst. Demnächst. Im Auto? Im Auto, so. Blau. Was könnte blau sein? Ihr dürft schon mal alle raten. Blau. Blau. Also eine IKEA-Tüte. Ja. Du möchtest sehen, was man damit machen kann? Ja, bitte. Das habe ich im Zuge von, Achtung, es wird laut.
im Zuge mit der Spielerei mit allen Euroboxen und auch auf der Baustelle rausgefunden, dass die Ikea-Tüten... Das ist die kleine. Bitte? Das ist die kleine Tüte. Nein, das ist die große Tüte. Ist die große. Das ist die noch größere Box. Die anderen Euroboxen sind ja etwas kleiner. Das ist ja eine sehr große. Also die Rand... Wir können auch mal eine normale... Aber ist völlig wurscht. Die Dinger passen auf jeden Fall 1000%ig in die Euroboxen. Und das ist ideal. Ja gut, das fällt jetzt ein bisschen rein, weil die neu ist. Aber du sagst, genau, wenn die beladen ist, ist die Press. Also die ist fast Press. Und du hast jetzt, ob du jetzt Bettwäsche oder alles, was du so transportierst, Grillkohle, die Kisten werden nicht dreckig und die Tüten passen 100%ig da rein. Sag mal, wenn du die mal gerade wegnimmst und mal eine etwas kleinere machst, hast du noch eine, die ein bisschen... Die grüne da ist ein bisschen kürzer. Denn da gibt es nämlich noch was Besonderes. Man kann die sogar umschlagen, hast du mir erzählt. Ja. Und kann nämlich für den Einkauf... Ist die eigentlich dicht, die blaue Tüte, ja, wenn da was ausläuft? Ich nehme das an. Also wir benutzen die gerne für den Fliesenkleber und sowas, wenn wir angebrochene Säcke haben. Das kommt da alles rein und dann kannst du das dann nochmal rausheben. Ne? So. Und also in die normalen, dann kannst du es noch so ein bisschen umklappen und dann bringst du das Ganze nicht raus. Ne? Okay, so, und das war es eigentlich schon. Ich finde es sehr gut. Also das, man weiß sowas nicht. Das findest du irgendwann raus. War neu. So, jetzt seid ihr durch. Eine Stunde, was haben wir denn hier auf der Uhr? Eine Stunde und 14 Minuten, hättest du gedacht? Donnerwetter. Meine Güte, was wir alles zu erzählen haben. Ne? Ja, was ist nochmal mit der Stange? Willst du das auch noch kurz erklären? Mal, richtig. Wir hatten ein Thema. Das war ein Thema, was wir... Es war immer diese Geschichte, es kommt immer diese Frage, wie ist es mit der Ladungssicherung? Ne? Weil viele sagen, ja, das ist ja Ladungssicherung, musst du ja machen. Richtig, du musst Ladungssicherung machen. Und diese Deckel sind keine Ladungssicherung, sondern wenn du die im Auto hast... dann ist es eine Ladung, ja? So, und wenn du die Ladung machst, um dem Ganzen jetzt Genüge zu tun, soweit wie ich das weiß, ist es so, dass du da ein Gepäcknetz drüber machen kannst, um das Ganze zu verzurren, oder aber auch einfach die Gurte direkt drüber machst, ne? Mhm. So, und da habe ich mir jetzt was ausgedacht, das ist so simpel, wir haben ja hier unsere Stapelhülsen, ne? So, und wenn ich die jetzt reinstecke, das Teil werde ich übrigens nicht verkaufen. Wer das braucht, ein Handwerker, der das braucht, kann sich das eben selber bauen, weil der Versand und alles wäre viel zu teuer. Du nimmst einfach irgendeine x-beliebige Latte, ja, und machst hier Löcher rein, ja, im Abstand von 20 cm. Ja. Kannst aber auch nur so machen. So, und wenn ich die Latte jetzt hier drauflege, mit den Stapelhülsen, dann kann das Ganze nicht mehr verrutschen. Und wenn ich jetzt einen Gurt drüber ziehe, über diese ganze Geschichte, über die normalen Festpunkte, die ich im Auto habe, dann habe ich eine vernünftige Ladungssicherung. Und das ist ja wichtig, wenn das BAG mal kommt, gerade im gewerblichen Transport, aber auch privat, man sollte Ladung immer sichern, dann kann es sehr teuer werden und das ist eine Ladungssicherung, da würde auch das BAG nichts sagen. Da muss jeder für sich eigenverantwortlich entscheiden, ob er so fährt oder nicht. Für mich wäre das in Ordnung. So, weil du musst ja, wenn ich jetzt die Kiste so hätte oder ob ich eine Bohrmaschine oder irgendetwas, ich muss sie halt sichern. Ja, ich habe das schon mal gesehen, so eine Port, die rütteln und wackeln und machen und gucken, ob das fest ist. Aber wenn du hier also, zwei Gurte drüber machst, da kannst du... Da bewegt sich nichts mehr. Nein, da pustest du nichts mehr um. So, und das ist ja mal eine Latte, sage ich jetzt mal. Das ist mal eine Latte, und das, aber wie gesagt, ich fange jetzt nicht an, Latten zu versenden, das wäre Quatsch. Also er weigert sich, Latten zu versenden. So, ja, also da kannst du einfach mal ein Loch reinmachen und dann ist das gut. Und Olaf. Jo. So, du hast schon bezahlt, das hier ein Werbevideo für Ovomo, so heißt der Laden. Und das Ganze ist in Nordrhein-Westfalen, alles made in Germany und wird in Germany hergestellt, wurde in Germany entwickelt. Ja. Hast du die Baufirma eigentlich noch? Ja, natürlich. Jetzt wurde Multimillionär durch Ovomo. Ja, sicher, das wäre schön. Nächstes Jahr. Aber durch das letzte Video hat ihr, glaube ich, Tausende verkauft von den Deckeln. Was ist so eine typische Bestellgröße? 10. Tatsächlich. Ich empfehle das und das ist auch so. Die meisten Leute vertrauen mir da und ich habe auch noch keine zurückgekriegt. Hast du PayPal? Tatsächlich nicht. Okay. Nur PayPal nicht. Ist die Kohle weg, wenn ich hier Geld überweise vorab? Ja, die ist weg. Gut. Und dafür kriegst du Deckel. Gott, sehr schön. Wie werden die versendet? Wie kommen die an? Ich mache immer also in kleinen Paketen. Das heißt, also wenn du jetzt zum Beispiel 10 Stück bestellst, bekommst du 2 Pakete mit 5 Deckeln, um die Postboten ein bisschen zu schonen. Weil das ist dann ein Paket, was... Ach so, damit die nicht rumschmeißen. Damit die nicht rumschmeißen und auch dann, wenn man sie in eine höhere Etage transportieren muss oder so, damit da nicht eine Palette ankommt. Also ein handliches Paket. Ich bestelle mal Tierfutter bei DM, das Paket hat 42 Kilo, wenn das ankommt. Hast du echte Freunde, ne? Total. Aber ich nicht, meine Frau macht das immer. So, deine Postleitzahl nochmal? 59379. 59379 und deine? Donnerwetter 44534.
Da ist aber ein bisschen mehr wie eine Zahl anders. Ja, die ersten zwei und noch ein paar andere. Ja, genau. Also, so, und du schreibst ihm bitte mal auf die Webseite bei dir, wo man sich die angucken kann. Also er hat dir jetzt geholfen. Günther, da schreiben wir drauf, das machen wir auf jeden Fall. Der war jetzt teuer, der Günther. Ich meine, ich habe zwei Leute von der Arbeit abgehalten, aber wir mussten das mal zeigen. Ja. Owomo, das geniale Tüdelidü für alles, was ihr braucht. Camping, zu Hause, Freizeit, du kannst damit alles machen. Und die Leute, die das Ding jemals bestellt haben, haben gesagt, schade, dass ich noch nicht früher davon erfahren habe, aber es gibt es erst seit einem Jahr. Ja, im Grunde genommen haben wir, noch nicht mal. Wir haben also mit dem Verkauf vor einem Dreivierteljahr, glaube ich, angefangen. Ne? Also ihr habt nichts vertan. Hier ist es, kauft dem Olaf die Bude leer. Owomo.de. Tschüss. Tschüss.